Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode. Falls ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt einfach auf den Subscribe-Button und aktiviert die Glocke. Wo könnte meine Frau nur sein? Sie ist schwanger und die Zwillinge sollten jeden Moment kommen. Mein Schatz, hier bin ich schon. Sie haben Glück, die Wehen haben gerade erst angefangen. Und drücken Sie, das schaffen Sie. Bisschen fester drücken. Ich sehe schon das Köpfchen rauskommen. Das machst du sehr gut, mein Schatz, du schaffst es. Bald haben wir es geschafft, doch ein bisschen. Gut gemacht, Clara, du hast es geschafft. Gratulation zu ihren wunderschönen Zwillingen. Zumindest eines davon ist schön. Beide sind einfach wunderschön. Ja, belüg dich nur selber. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, mögen Sie Ihre Kinder halten, Clara? Ja, sehr gerne. Hallo Cindy und hallo Annabelle. Ich bin eure Mama. So, setzen Sie sich mal zuerst hin. Sie werden jetzt zu Ihrem Zimmer gebracht, da Sie viel Ruhe brauchen. Ich werde meine Frau auf ihr Zimmer bringen. Ach, unsere wunderschöne kleine Familie. Ich freue mich so, mein Schatz. So, die Testresultate sind gekommen. Beide Kinder sind kerngesund. Gratulation dazu, auch wenn eines eurer Kinder ein bisschen hässlicher ist. Und ja, sie können gerne nach Hause gehen. Das sind ja hervorragende Nachrichten. Dankeschön. Beide meiner Kinder sind nicht nur wunderschön, sondern sie sind auch kerngesund. Das ist für dich, Cindy. Ich hoffe, dir gefällt das Stofftierchen. Und das ist für dich, meine süße Annabelle. Ich gehe schnell das Auto holen. Da musst du nicht so weit laufen, okay? Und ich warte beim Eingang vom Krankenhaus auf dich, mein Schatz. Ach, endlich haben wir es geschafft. Willkommen zu eurem neuen Zuhause, Kinder. Es tut mir aber so leid, dass ihr kein eigenes Zimmer habt. Wir sind derzeit noch auf Haussuche. Aber ich verspreche euch, dass ihr bald ein schönes Zuhause haben werdet, sobald wir umgezogen sind. Hast du das gerade gehört, mein Schatz? Wie süß ist unsere Cindy? Wir sind richtig in dich verliebt, mein Schatz. Du bist so wunderschön und deine blauen Augen. Ja, ruh dich aus und das ist dein Stofftierchen, meine süße Maus. Und die Musik schalten wir auch noch ein. Es tut mir so leid, Annabelle, mein Schatz. Leider hast du noch kein eigenes Zimmer. Deshalb musst du noch bei uns schlafen. Mama, kein Problem. Oh, sie ist so klug, sie kann schon reden. Ja, lass uns jetzt rausgehen. Ich glaube, sie braucht ein bisschen Ruhe. Was sagst du dazu? Ja, ich finde auch. 3 Tage später. Meine Güte, Annabelle, hast du etwa all diese Bücher gelesen? Gugu Gaga, ja, Gugu. Wow, mein Schatz, du bist ja so unglaublich klug. Ich muss deinen Papa rufen, komm schnell her. Was ist denn los? Annabelle ist erst 3 Tage alt und sie hat all diese Bücher gelesen. Wow, meine Annabelle ist ja fast so klug wie Alberto Einsteino. Was war das für ein Geräusch? Ah, das waren sicher die Nachbarn. Aber Annabelle, du bist so klug. Unser kleines Wunderkind. Wow, unser Kind ist so klug. Es kann noch nicht mal laufen oder reden. Aber es hat schon 20 Bücher gelesen innerhalb so kurzer Zeit. Oh, wow. Gugu Gaga, seit dem Tag, wo ich geboren war, habe ich mir schon einen Feind gemacht. Und zwar meine Gugu Gaga Gaga Schwester. Ich hoffe, ihr glaubt mir. Aber sei klein auf, weil ich schon immer super begabt und habe reden gelernt innerhalb kürzester Zeit. Leute haben mich dann angefangen, ein Genie zu nennen. Und das hat natürlich meiner Schwester gar nicht gepasst. Eines Tages waren wir eingeladen zu unserem Onkel und naja, schaut es euch selber an, was passiert ist. Ach, ist heute nicht ein wunderschöner Tag, um einen Familienausflug zu machen, Kinder? Hallihallo, hier sind wir schon. Oh, hallo Josef, mein Bruder, was geht? Oh, hallo Bruderherz, schön, dass du hier bist. Darf ich das Baby sehen? So unglaublich süß. Ja, sicher, hier. Das ist Annabelle und das ist Cindy. Oh mein Gott, Cindy, du hast hier blaue Augen und blonde Haare. Du schaust aus wie ein Engel. Josef, schau doch mal. Dieses Baby ist ja wunderschön. Ich habe noch nie so ein schönes Kind gesehen. Schatz, magst du die Kinder rausbringen zum Spielen? Ja, gute Idee. Bei so einem schönen Tag wäre es auch schade, wenn sie die ganze Zeit drinnen mit uns verbringen. So, Kinderlein, ihr werdet jetzt ein bisschen Zeit im Garten verbringen bei so einem schönen Wetter. Ich und Mama werden ein bisschen drinnen verbringen und ein bisschen quatschen mit meinem Bruder und seiner Ehefrau. Ich hole euch später ab. Gugu Gaga, ich habe mich schon den ganzen Tag so gefreut.
Zeit, alleine mit meinem Schwesterherzchen im Garten zu verbringen. Ich zeig dir ein ganz cooles Spiel und das heißt Schweinchen schwimm im Schlamm. Das wird dir gefallen und jetzt geh in das Schlammbad, du Schweinchen, geh rein. Oh, Gaga, lass mich in Ruhe. Aber Schweinchen lieben doch Schlamm, bleib drinnen, wenn ich's dir sag. Boah, Annabelle, bist du dir sicher, dass du meine Schwester bist, weil du schaust aus wie ein Schweinchen derzeit. Dreckig, dreckig, du bist ein Schweinchen, du bist ein Schweinchen. Lass mich in Ruhe, Gugu Gaga, ich muss das schon abwaschen, bevor sie Mama und Papa Sorgen um mich machen. Wo bist du? Komm raus. Da bin ich schon, denkst du, ich hab Angst vor dir. Mama! Aua, du hast mich in den Schlamm geschubst. Na warte, das wirst du mir aber bereuen. Denn ich hab dir gar nichts getan und du bist so gemein und schubst mich einfach in den Schlamm. Ich dachte, wir sind Schwestern. Bist du auf den Kopf gefallen? Du hast angefangen. Ich werde dir zeigen, wer damit angefangen hat. Was meinst du damit? Mama, Mama. Ja, was ist denn hier los? Cindy, was machst du denn nur im Schlamm? Annabelle, wieso haltest du den Stock in den Händen? Hast du etwa Cindy in den Schlamm reingeschubst? Wie kannst du deiner Schwester das nur antun, Annabelle? Ich bin enttäuscht, also wirklich. Ihr solltet zusammenhalten und du solltest sie nicht mobben. Ach, Herrje Josef, dürfen wir dein Bad bitte verwenden? Cindy ist ganz dreckig. Ja, aber natürlich, was ist denn hier passiert? Das Bad ist nur um die Ecke. Oh, danke schön. Ja, Annabelle hat Cindy in Schlamm geschupft mit einem Stock. So habe ich dich nicht erzogen, Annabelle. Die Katze ist leider im Weg. Ja, dann mach was dagegen. Okay, sorry Katze. Okay, jetzt kannst du ins Bad gehen, meine süße Cindy. Und hoffentlich bist du bald wieder sauber und der Schlamm geht weg. Perfekt. Sag mal, Annabelle, was hast du dir dabei nur gedacht? Ich war es nicht. Ja, das sagen sie alle. Ich wollte nur einen schönen Familientag mit euch haben, aber dann sowas. Anfangs dachte ich, Gugu Gaga, aber dann wurde meine Zwillingsschwester immer gemeiner. Und ich weiß nicht einmal, wieso. Ich wünschte, meine Schwester würde mich lieb haben, so wie ich sie lieb habe. Aber ich dachte mir dann, vielleicht ist es einfach ihre Art und Weise, mir zu zeigen, dass sie mich auch lieb hat. Aber da habe ich mich komplett geirrt. Eines Tages, wo ich 3 Jahre alt war, hat Cindy mir etwas ganz Schlimmes angetan. Und seit diesem Zeitpunkt wusste ich einfach, dass ich eine böse Zwillingsschwester habe, die mich gar nicht mag. Gugu Gaga. So, da jeder gesagt hat, wie klug ich bin, dachte ich mir, heute baue ich den höchsten Lego-Turm von Deutschland. Okay, 4 Bauklötze, 6 Bauklötze. Okay, wenn ich jetzt diese 2 hinzufüge, dann habe ich schon 20 Bauklötze. Ich hab's geschafft. Wow, ist der hoch geworden. Ich glaube, ich habe einen Weltrekord gebrochen. Hey, Annabelle, was machst du? Zeig mal. Ich habe gerade den höchsten Lego-Turm von Deutschland gebaut. Wow, der ist ja echt hoch geworden. Nun stell dir vor, jemand kommt vorbei und macht ihn dir einfach kaputt. Was machst du? Bitte hör auf! Upsi, ich bin ausgerutscht. Du bist nicht ausgerutscht. Das hast du mit Absicht gemacht. Du bist so gemein. Ich werde das der Mama sagen. Annabelle, seit wann bist du so eine Petze geworden? Und was willst du der Mama sagen, dass ich deine Kinderblöcke kaputt gemacht habe? Was ist denn hier los, Kinder? Streitet ihr schon wieder? Bitte hört auf zu streiten. Ich bin so müde. Weißt du was, Annabelle? Das geschieht dir jetzt mit Recht. Ich hab's wirklich nicht mit Absicht kaputt gemacht, aber du hast mich trotzdem geschupft. Das geschieht dir jetzt mit Recht. Mama. Um Himmels Willen, was ist passiert? Cindy hat meinen Turm kaputt gemacht und jetzt tut sie so, als hätte sie sich verletzt. Das ist nur Ketchup, Mama. Mama, es war ein Missverständnis. Ich bin ausgerutscht und hab ihren Turm aus Versehen kaputt gemacht. Und dann ist Annabelle durchgedreht und hat mich vollgeschubst. Lars, bitte komm. Was ist denn hier passiert? Annabelle hat Cindy geschubst. Ich kann nicht glauben, dass du deiner Schwester sowas antust. Aber Mama, ich war es wirklich nicht. Ja, als ob deine Schwester sowas erfinden tut. Du hast Hausarrest und gehst jetzt sofort ins Bett und keine Desserts mehr für dich. Ich bin enttäuscht in dich. Oh, ich bin richtig wütend und enttäuscht. Wie kann Annabelle Cindy sowas doch nur antun? Ach, mein Schatz, ich
ich hoffe, dir geht es gut. Komm, wir gehen jetzt in die Küche und du bekommst ein Dessert von uns, okay? Keine Sorge, Annabelle wird noch bestraft dafür, was sie dir angetan hat. Habt ihr das gesehen? Sie hat sogar am Ende noch gelacht. Wieso glaubt mir einfach niemand? Jeder glaubt Cindy, nur weil sie ausschaut wie ein Engel. Und ich werde immer bestraft. Das ist einfach so ungerecht. Ach, mein süßer Engel, ich weiß nicht, was mit Annabelle los ist. Normalerweise ist sie nicht so. Aber hier, nimm eine Schokolade. Ich und Papa gehen jetzt zum Supermarkt und gehen dir Eis kaufen. Und dann geht es dir sicher besser. Was sagst du dazu, mein Engel? Okay. Komm, Schatz, lass uns jetzt gehen. Hast du deine Geldtasche? Ich glaube schon. Das war so lustig. Cindy, was ist bitte los mit dir? Wieso belügst du unsere Eltern? Man sollte nicht lügen. Du hast es absichtlich kaputt gemacht. Aber meine geliebte Schwester Annabelle, ich würde sowas niemals tun. Es war wirklich nur ein Ausversehen. Aber deshalb hättest du mich doch nicht so stark schubsen müssen. Komm, nimm diese Schokolade an und dann sei mir nicht mehr böse. Und ich bin dir auch nicht mehr böse. Bitte, was? Du hast nicht mal einen wahren Grund, böse auf mich zu sein, du Gemeine. Naja, selber schuld. Hättest du dich doch nur entschuldigt. Nein, bist du verrückt? Mama. Oh je, wir haben die Geldtasche vergessen. Was ist denn hier wieder passiert? Ich habe Annabelle meine Schokolade gegeben und sie wollte sie nicht und ist durchgedreht und hat Papas Computer kaputt gemacht. Mama, bitte glaub ihr nicht. Sie hat Papas Computer kaputt gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Sie belügt euch alles. Seht ihr das denn nicht? So, Fräulein, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Denkst du wirklich, deine Schwester würde so viele Lügen erfinden? Sie ist doch nicht verrückt. Sie war so lieb zu dir und hat dir sogar ihre Schokolade angeboten, nachdem du sie geschubst hast. Und dann machst du Papas Computer kaputt. Annabelle, was ist denn nur los mit dir? Woher kommt diese Wut? Aber Cindy lügt. Genug davon. Ich will nichts mehr von dir hören. Ach, Cindy, ist alles okay bei dir? Mama, sei nicht böse auf Annabelle. Kann sie nicht mit uns mitgehen? Siehst du, Annabelle, nachdem du so gemein zu deiner Schwester warst, ist sie immer noch so lieb zu dir. Nein, sie darf nicht mitgehen. Sie hat Hausarrest. Den ganzen Tag höre ich einfach nur Cindy, Cindy, Cindy. Sie ist ein Engel. Sie ist so schön. Und alles, was ich höre, ist, Annabelle, du bist ein böses Kind, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Obwohl wir Zwillinge sind. Wieso schaut sie so viel schöner aus wie ich? 3 Tage später. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute auch von mir. Dankeschön. Danke, ihr seid so lieb. Wow, hat euch Oma Blumen geschenkt. Kommt, öffnet sie doch. Okay, schauen wir mal. Ich liebe Rosen. Wow, danke schön. Ich gebe sie direkt in die Vase rein. Oh, danke schön für die einzelne Rose. Sehr nett. Ach, das sind aber schöne Sonnenblumen. Und von eurer Großmutter habt ihr diese Geschenke bekommen. Oh, da bin ich aber gespannt, was in dem Geschenk drin ist. Ja, was ist denn das für ein Geschenk? Oh, ich glaube, da hat Großmutter einen Fehler gemacht. Ich liebe rohe Pizza. Lecker. Wow, das ist aber ein tolles Geschenk, was dir Großmutter gegeben hat. Und hier sind die Geschenke von mir und der Mama. Ich hoffe, euch gefallen unsere Geschenke. Hier fangen wir mit dir an, Annabelle. Und das ist für dich, Cindy. Wow, danke schön, Mama und Papa. Gern geschehen, mein Schatz. Wow, so schön. Danke, Mama. Ja, ein tolles Geschenk. Das freut mich. Oh, das sind jetzt meine Geschenke hier für dich, Sophia. Dankeschön, aber mein Name ist doch Annabelle. Und das ist für dich, Cindy. Dankeschön, Oma. Ich liebe diesen Kuchen. Lecker. Ekelhaft. Meine Schwester ist wie ein Tier. Lecker, danke schön, Oma. Wow, die sind ja wunderschön. Ich liebe es. Oh, danke schön, aber Halloween ist doch schon vorbei. Immer bekommt sie bessere Geschenke. Und das sind meine Geschenke für euch beide. Oh, danke schön, Tante, für Kaugummi. Ich liebe Kaugummi. Wow, Tante, eine Pistazion-Zehn. Dankeschön, ihr seid die Besten.
alles für dich, meine süße Prinzessin. Okay, sie bekommt eine Pistazion 10 und ich bekomme Kaugummi. Das ist nicht fair. Das sind meine Geschenke. Wow, Onkel, ich wollte ja schon immer ein Wurmkuscheltier haben. Yay, ich hoffe, er hört meinen Sarkasmus raus. Wow, ich wollte dieses Kuscheltier schon immer haben. Dankeschön. Ach, meine Cindy, du hast einfach das süßeste Lächeln. Ich hoffe, ihr hattet beide ein wunderschönes Geburtstagsfest. Cindy hat bessere Geschenke bekommen. Amaretto. Oh, sorry, Annabelle. Was bist du eigentlich so undankbar? Wärst du nur ein bisschen wie Cindy? Cindy hat sich über alle Geschenke gefreut. Da muss ich der Oma recht geben. Du bist wirklich undankbar. Keiner versteht mich. Ihr seid alle so gemein. Oh je, was ist denn jetzt passiert? Ich bin gleich wieder da. Ich werde mal schauen gehen, ob es Annabelle gut geht. Also wirklich, ist Annabelle heute auf dem falschen Fuß aufgestanden? Oder wieso war sie so böse uns gegenüber? Ich bin enttäuscht in ihr Verhalten. Ach, nicht böse sein, Onkel. Ich glaube, sie hatte nur einen schlechten Tag. Aber ich liebe meine Geschenke. Ihr seid die Besten. Ich hab dich auch lieb. Ich dich auch. Ach, Cindy, du bist einfach zu süß. Oh Mann, Leute, meine Schwester Cindy ist nicht nur wunderschön, sondern alle lieben sie, weil sie einfach so ein Sonnenschein ist. Sogar zu ihrem Geburtstag bekam sie bessere Geschenke wie ich. Ihr habt es ja eh gesehen im letzten Video. Und auch im Kindergarten will jeder mit ihr befreundet sein und ich stehe immer in ihrem Schatten. Aber schaut es euch selber an. So, hier sind wir schon im Kindergarten. Ich werde meine Kinder heute nicht abholen. Sie werden selber nach Hause laufen. Ja, okay, passt. Bis später. Hab dich lieb, Annabelle. Hab dich lieb, Cindy. Und sei brav. Oh, Kinderlein, was wollt ihr heute denn spielen? Ich will mit Cindy abhängen, bitte. Ich will heute alleine rutschen, bitte. Och, Menno. Und du, Annabelle? Ich will heute wieder Sandburgen bauen. Okay, viel Spaß. Bis später, Kinder. Wer spielt schon mit Sandburgen? Du bist so ein Streber. Und gleichzeitig ein Baby. Ach, rede nur weiter, Cindy. Ich bin es eh gewohnt, dass du immer nur böse Sachen zu mir sagst. Es ist mir egal, wenn du denkst, ich bin ein Streber oder ein Baby. Ich liebe Sandburgen bauen. Ach, ist es dir wirklich egal? Dann muss dir das wohl auch egal sein. Mann, Cindy, wieso machst du das? Du musst mir immer alles kaputt machen. Hier, nimm das. Oh nein, jetzt humple ich. Aua, aua. Du bist so eine schlechte Schauspielerin. Ich weiß ganz genau, dass du dir nicht wehgetan hast. Kinder, was ist denn los? Cindy hat meine Sandburg kaputt gemacht. Das ist eine Lüge. Das war der starke Wind. Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Aber Annabelle hat mich trotzdem geschupft. Und jetzt humple ich und mein Bein tut weh. Annabelle, ich will, dass du dich sofort bei deiner Schwester entschuldigst. Eine Entschuldigung wäre nett. Ich muss mich entschuldigen. Entschuldigung, aber... Kein Aber. Das, was du gemacht hast, ist wirklich böse, du Teufelskind. Komm, Cindy, ich werde dir was Kaltes auf dein geschwollenes Bein geben. War ja wieder klar. Mir glaubt niemandem. Aber alles, was Cindy sagt, jeder glaubt ihr einfach. Oh, hey, sorry, dass ich mich einmische, aber war diese falsche Schlange deine Schwester? Du Arme. Ja, von wo wusstest du das? Hast du etwa gesehen, was sie wieder abgezogen hat mit mir? Ja, Entschuldigung, ich habe es leider gesehen, weil sie mich so an meinen eigenen Bruder erinnert hat. Der ist auch so eine falsche Schlange. Er tut auch die ganze Zeit so, als ob ich die gemeint. Oh Mann, dann bin ich ja gar nicht alleine. Ich dachte immer, ich bin die Einzige, die so gemobbt wird von ihrer eigenen Schwester. Aber, nein, du bist nicht alleine. Aber wieso bist du immer noch so traurig? Naja, ich wollte meiner Mama ja was schenken vom Kindergarten. Aber ich traue mich jetzt nicht mehr reinzugehen, weil die Kindergartenlehrerin so gemein zu mir war. Und sobald ich reingehe, wird Cindy eh nur gemein zu mir sein. Warte, ich habe eine gute Idee. Meine Mama ist Floristin und sie hat mir gezeigt, wie man Blumen selber anpflanzt. Du kannst doch deiner Mama eine schöne Blume schenken. Sie wird sich sicher auch sehr darüber freuen. Hast du Lust? Ich zeig dir, wie es geht. Was? Wirklich? Deine Mama ist Floristin? Das wäre so toll, wenn du mir zeigen könntest, wie das genau geht. Okay, gar kein Problem. Also zuerst geben wir den Blumensamen rein und dann einfach nur Wasser. Und schon haben wir eine wunderschöne Blume. Wow, du bist ja ein Genie. Und meine Mama wird sich so freuen über die Blume. Dankeschön. Ich kann es kaum abwarten, meiner Mama zu zeigen.
Ich weiß ganz genau, dass sich Mama so sehr über die Blumen freuen wird. Oh Mann, Cindy und ihre Freunde laufen vor mir hin. Ich hoffe, sie bemerken mich nicht, denn ich will einfach nur nach Hause. Yo, Cindy, darf ich deinen Rucksack dir abnehmen? Oh, gerne, du bist so ein Gentleman. Das ist ja richtig nett von dir. Oh, meine Schnürsenkel sind aufgegangen. Ihr könnt ja schon mal vorlaufen. Aber das sind Regenschuhe, du hast gar keine Schnürsenkel. Ach so, das sind die neuen Gucki-Schuhe mit unsichtbaren Schnürsenkel. Wow, unsichtbare Schnürsenkel, du hast hier wirklich das Neueste vom Neuesten. Oh, diese Idioten, die glauben mir auch alles. Ja, genau. Und bitte bringt mir meinen Rucksack vor die Tür. Ja, pass. Wir tragen dir deinen Rucksack nach Hause. Oh, endlich sind diese Idioten weg. Oh, Annabelle, was machst du denn hier allein? Hast du keine Freunde, mit denen du nach Hause gehen kannst? Lieber habe ich einen wahren Freund wie 1000 falsche Freunde, wie du sie hast. Meine Freunde tragen mir meinen Rucksack. Komm, ich trage dir deinen Rucksack auch. Nein, gib mir meinen Rucksack zurück. Nein, ich will dir doch nur helfen. Oh, wegen dir ist mir dein Rucksack aus der Hand gerutscht und ich bin aus Versehen raufgestiegen. Oh je, ich bin so tollpatschig. Ja, genau, wer's glaubt. Immer sagt sie nur, es war aus Versehen, aber wir wissen alle ganz genau, es war nicht aus Versehen. Ich hoffe, meine Blume hat überlebt. Oh nein, sie ist komplett verwelkt. Jetzt habe ich nicht mal ein Geschenk für Mama. Und dabei hätte sie sich so gefreut. Oh, was soll man da nur machen? Mama, Mama, ich bin endlich daheim. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Was, wirklich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Warte, ich muss schnell Papa seine Jause geben. Okay, ich muss zur Arbeit gehen. Hab dich lieb. Und nun kommen wir zu dir, mein kleiner Engel. Was hast du mir denn mitgebracht? Es ist nur ein kleines Geschenk, Mama. Und mein Geschenk hat sie kaputt gemacht. Überraschung. Ich hoffe, es gefällt dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, danke schön. Das ist so lieb. Aber... Das freut mich so sehr, dass es dir gefällt, Mama. Natürlich freue ich mich. Das ist so zuckersüß. Komm, setz dich hin. Du hast sicher Hunger. Ich habe dir heute dein Lieblingsgericht gemacht. Speckknödel mit Pizza. Was ist los, Annabelle? Komm, setz dich auch hin. Es gibt Essen. Mir ist der Hunger vergangen, Mama. Ich will alleine sein. Aber was ist denn los? Was ist los, Annabelle? Hier, nimm du mein Essen. Vielleicht heitert dich das auf. Du weißt ganz genau, wieso ich so traurig bin. Du bist so falsch. Oh, ich mache mir Sorgen um Annabelle. Ach, du bist so eine liebe Schwester. Ich gehe mal nachschauen, ob alles okay mit der armen Annabelle ist. Annabelle, was ist denn los? Wieso bist du so traurig? Und das war nicht nett von dir. Cindy wollte nur nett sein und dir ihr Essen anbieten. Wenn ich dir die Wahrheit sagen würde, würdest du mir eh nicht glauben. Aber was redest du denn, Schatz? Natürlich würde ich dir glauben. Aber ich glaube, du brauchst einfach ein bisschen Ruhe. Komm, leg dich hin und schlaf. Ja. Ach, die Arme. Also ich finde das so unfair. Sobald Annabelle anfängt zu weinen, lässt Mama mich im Stich und rennt direkt zu Annabelle. Immer geht es nur um Annabelle. Die ganze Zeit ist sie nur am Weinen. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Ich versuche immer nett zu ihr zu sein, aber sie ist einfach so undankbar. Aber sie ist trotzdem meine Schwester. Oh, habe ich gut geschlafen. Lars, mein Schatz, du musst aufstehen, du musst zur Arbeit. Oh, danke schön. Wir sehen uns dann, mein Schatz. Ja, wir sehen uns. Hab einen guten Tag bei der Arbeit. Ja. So, jetzt fangen wir mit unserer Morgenroutine an. Zuerst wecken wir Cindy. Cindy, aufstehen. Oh, guten Morgen, Mama. Ich bin noch so müde. Ach, ich weiß. Aber geh schon mal Zähne putzen und ich mache das Frühstück für euch beide. Okay, mache ich. Lalalala. So, jetzt machen wir von beiden Kindern das Lieblingsfrühstück. Schauen wir, was wir im Kühlschrank haben. Perfekt. Und das kommt in den Topf. Das wird so lecker werden. So, das Essen ist jetzt gleich fertig. Jetzt werde ich Annabelle auch noch aufwecken gehen. Annabelle, Frühstück ist fertig. Steh auf. Oh, noch 5 Minuten. Nein, jetzt komm. Das Essen wird sonst kalt. Okay, Mama. Ach, schön, dass du auch schon hier bist, Cindy. Ich habe euer Lieblingsessen gemacht. Frittierte Regenwürmer mit Eier. Und währenddessen ihr euer Frühstück genießt, werde ich euch noch eure Jausen einpacken für den Kindergarten. Dankeschön, Mama. Ja, das schaut lecker aus. Geht es dir besser, Annabelle? Sollen wir heute gemeinsam in die Schule gehen? Und hier noch ein paar Regenwürmer für dich. Du magst sie doch so gerne, oder nicht?
Wow, Cindy, du bist ja sowas von nett, nicht? Und ja, können wir machen. Annabelle, jetzt hör auf mit deinem Sarkasmus. Deine Schwester war nur nett zu dir. Mensch, Mama, ja, okay, sorry, Cindy. Wir können gerne zur Schule gemeinsam gehen. Oh, ich freue mich schon so, Schwesterherz. Ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen. Komm, lass uns gehen. Ich hab dich so lieb, Annabelle. Ach, ihr beide seid so unglaublich süß. Toll, dass ihr gemeinsam jetzt in den Kindergarten läuft. Ich muss jetzt Wäsche machen gehen, aber ich sehe euch dann nach dem Kindergarten wieder. Tschüss, habt einen schönen Tag. Auf was wartest du denn, Kakerlake? Steh gefälligst auf. Jeder denkt, du bist der Engel, aber in Wahrheit bist du der Teufel. Das ist mir egal. Also, du wirst jetzt meinen Rucksack in den Kindergarten tragen. Und wenn nicht, dann werde ich zu Mama sagen, dass du mich wieder gehaut hast. Oh Mann, du weißt ganz genau, dass Mama mir nie glaubt. Zwei Rucksäcke sind viel zu schwer und ich sehe jetzt nichts mehr. Was soll ich nur tun? Das ist nicht mein Problem. Bis später. Oh, das ist so schwer. Aua. Au. Au. Oh, ich sehe nicht. Hilfe. Hallo, Leute. Heute ist der Geburtstag von meiner Mami. Und ich freue mich schon so sehr, weil es immer leckeren Kuchen gibt. Und ich habe auch noch sonst gute Neuigkeiten. Und zwar, wir sind umgezogen und unser neues Haus ist einfach wunderschön. Aber eines ist ein bisschen komisch, aber schaut selber. So, hier sind wir auch schon, Kinder. Ich hoffe, euch gefällt euer neues Zuhause. Ihr habt sogar eigene Zimmer. Wow, Papa, ein eigenes Zimmer und so eine schöne Terrasse. So toll. Dann wirst du dich aber über den Rest des Hauses auch noch freuen. Komm, folgt mir. Ich zeige euch jetzt die wunderschöne Küche, die wir haben. Endlich habe ich meine Traumküche bekommen, denn die Küche in der alten Wohnung war einfach viel zu klein. Und jetzt zeigen wir euch die Zimmer. Fangen wir mit dem Zimmer von mir und dem Papa an. So, das wäre unser Schlafzimmer. Und jetzt zeige ich euch das Zimmer von der lieben Annabelle. Ich hoffe, dir gefällt dein Zimmer, Annabelle. Wir haben auch all deine Lieblingsbücher in das Regal gegeben. Dankeschön, Papa. Das ist so schön, das Zimmer. Ach, das freut uns. Und das ist dein Zimmer, Cindy. Ich hoffe, es gefällt dir, mein Schatz. Und was sagst du dazu? Wow, ich habe die besten Eltern der Welt. Mein Bett schaut so kuschelig aus. Eine Make-up-Ecke habe ich und eine Kuschelecke, wenn meine Freunde kommen. Aber Mama und Papa, wieso hat Cindy so ein größeres Zimmer wie ich bekommen? Naja, Annabelle, leider gab es kein größeres Zimmer. Und du bist ja quasi Cindys ältere Schwester. Auch wenn ihr Zwillinge sind, bist du 3 Sekunden früher zur Welt gekommen. Und ich dachte, du als ältere Schwester willst sicher, dass deine kleine Schwester das größere Zimmer hat. Bitte was? Wegen 3 Sekunden bin ich jetzt die ältere Schwester? Genau, toll, dass du es verstehst, mein Schatz. Mama, das ist einfach immer so unfair. Sei doch nicht gemein zu deiner Mutter, Annabelle. Du weißt, heute ist ihr Geburtstag. Kannst du nicht heute mal nett zu ihr sein? So wie deine Schwester Cindy. Ich hab dir auch schon ein Geschenk besorgt, Mama. Ich freue mich schon so. Ach, mein Engel, das ist aber lieb. Ich werde dann mal in mein Zimmer gehen, okay? Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen. Oh nein, ich hab Mamas Geburtstagsgeschenk vergessen. Und ich hab nicht mal ein Geschenk. Oh, ich hab eine gute Idee. Ich werde ihr einfach was Schönes zeichnen. Mama sagt immer, wie schön ich zeichne und dass ich super talentiert bin. Da wird sie sich bestimmt freuen. Ich glaube, ich werde Mama malen, ein Selbstporträt von ihr, weil ich habe die schönste Mama der Welt. Okay, fangen wir an. Fangen wir mit dem Gesicht an und die Haare. Ja, das schaut wunderschön aus. Was sagt ihr dazu? Okay, doch nicht. Irgendwie hat das besser ausgeschaut, aber ich habe jetzt irgendwie das Gesicht übermalt. Okay, ich fange nochmal neu an. Vielleicht werde ich diesmal nicht nur Mama malen, sondern auch mich noch dazu. Und dass wir Händchen halten vor unserem neuen Haus sind. Das wird dir sicher besser gefallen. Oh, fertig. Was sagt ihr, Leute? Das ist ein tolles Geburtstagsgeschenk. Oder? Da wird sie sich bestimmt freuen. So, ich muss noch die Zeichnung verstecken, weil ich wette mit euch, Cindy hat sicher wieder einen Plan, es mir kaputt zu machen. Und in der Zwischenzeit, bis alle Gäste kommen, werde ich noch ein bisschen lesen. Und zwar das Buch Elsa, die Schweißkönigin. Ich liebe es so sehr. Kennt ihr das?
Ein paar Sekunden später. Mein Plan läuft ja wie geschmiert. Sie schläft. Perfekt, fangen wir an. Oh, hallo Papa, hallo Mama. Was machst du, mein Schatz? Ah, ich gehe nur ein bisschen rausspielen. Ist das okay? Ja, aber natürlich. Aber vergess nicht, dass die Gäste bald kommen. Ja, werde ich nicht vergessen. Bis später. Mama wird es sicher nicht auffallen, dass ihr ein bisschen Geld fehlen wird. Und meine Verkleidung habe ich auch schon im Vorhinein versteckt. Niemand wird drauf kommen, dass es ich bin. Meine Sonnenbrille und einen Hut. Und auf geht's zur Busstation. Es ist ja einfacher wie gedacht. Ah, da ist er ja eh schon. Hey, hast du alles, was ich haben wollte? Ja, aber natürlich. Hier, das ist das für deine Schwester und das für deine Mama. Hier ist das Geld. Ich habe die Zeichnung genauso gemalt, wie du es haben wolltest. Dankeschön für das Geld. Falls du weitere Hilfe brauchst, du weißt ja, wo du mich finden kannst. Ja, dankeschön für deine Hilfe. Meine Schwester wird heute ein blaues Wunder erleben. Das wird sowas von lustig. Okay, jetzt muss ich aber schnell sein, bevor sie aufwacht und mir meinen kompletten Plan ruiniert. Nach dem heutigen Tag wird niemand mehr denken, wie klug Annabelle ist. Wo ist denn die Schokoladenflasche? Ah, perfekt. Und Schleim für die Haare. Fangen wir an. Ich muss jetzt ganz leise sein, weil ich will sie ja nicht aufwecken. Ich glaube, das ist der perfekte Platz. Ich hoffe, sie wird schön ausrutschen. Noch ein bisschen mehr, das ist perfekt. Und den Schleim gebe ich hier oben hin, dass es ihr auf den Kopf fällt. 20 Minuten später. Wo bleibt denn Annabelle? Nur Annabelle, kommst du bitte? Sollen wir nicht auf sie warten? Ach, sie wird sicher jeden Moment hier sein. Ja, ist doch egal. Pack dabei mein Geschenk aus. Oh, danke schön. Einen kaputten Toaster. Wow. Sowas wollte ich schon immer haben. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Das ist mein Geschenk. Dir wird es sicher sehr gut gefallen. Es ist sehr nützlich. Oh, wow. Eine kaputte Teetasse mit einer Pflanze drinnen. Wirklich sehr nützlich. Dankeschön. Und das ist mein Geschenk. Wow, das ist aber schwer. Naja, es war ja auch extrem teuer, aber nichts ist mir zu schade wow. für dich. Wow, ein kaputter Fernseher. Dankeschön. Das war sicher sehr teuer. Ja, 200.000 Euro hat der gekostet. Aber nur das Beste für dich. Und das ist mein Geschenk. Ich liebe dich über alles, mein Schatz. Oh, wie süß. Eine goldene Schraube. Dankeschön. Gern geschehen. Ah, wo bleibt denn nur Annabelle? Oh nein, wie viel Uhr ist es denn schon? Alle Gäste sind ja schon da, ich höre sie schon. Oioioioioi, ich will ja nicht zu spät sein. Ich muss schnell in die Küche gehen. Mama wird sich sicher über das Geschenk freuen. Wer hat den Ketchup auf meinem Boden geleert? Und Schleim. Oh, ich bekomme das nicht mal aus meinen Haaren. Ich wette mit euch, das war Cindy. Diese gemeine... Na, die kann was erleben. Ich bin so sauer. Cindy? Und das ist mein Geschenk für dich, Mama. Ein Geschenk für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Sehr lieb von dir, mein Schatz. Gerne für dich, Mama. Okay, schauen wir mal, was du hast. Hier, bitte. Ich habe für dieses Gemälde 500 wow. Stunden gebraucht. Meine Finger haben sogar wehgetan vom vielen Zeichnen. Aber das bist du, Papa und ich in der Mitte und Annabelle auf der Seite. Ach, Cindy, ich bin so glücklich. Du hast wirklich eine tolle Tochter. Wow, du bist eine Künstlerin, Cindy. Wie wunderschön. Ja, ich bin so stolz auf meine Enkelin. Ach, ihr seid alle so lieb. Ich wette mit euch, Annabelle hat auch ein tolles Geschenk. Ich wette mit euch, das hat nicht mal sie gezeichnet. Soll ich jetzt nur machen? Meine Zeichnung im Vergleich zu ihrer schaut einfach nur blöd aus und wie eine Kinderzeichnung. Und wie bekomme ich den Schleim weg? Ich wette mit euch, Cindy hat sicher ein Abschminktuch. Ich hoffe, ich bekomme den Schleim aus meinen Haaren, sonst muss ich mir die Haare schneiden. Wenigstens etwas Gutes, was mir heute passiert ist. Aber was fällt ihr nur ein? Das ist alles nur ihre Schuld. Oh, ich hasse sie. Cindy, wieso hast du mir das angetan? Aber Annabelle, was ist denn los? Wieso schaut dein Gesicht so schleimig aus? So nicht so, als ob du unschuldig warst. Du hast mir Schleim über den Kopf geschüttet und Ketchup auf den Boden
gegeben, dass ich extra ausrutsche. Was? Was redest du? Ich war die ganze Zeit hier. Ich habe das nicht gemacht. Ist alles okay? Sag mal, Annabelle, was unterstellst du deiner Schwester eigentlich? Sie hat extra ein wunderschönes Gemälde gemacht mit uns als Familie drauf. Sie hat nicht mal einen Grund gemeint, zu dir zu sein. Also hör auf, deine Schwester zu schikanieren. Ja, war doch klar, dass mir niemand glaubt. Und ich wette mit euch, die Zeitung hat nicht mal sie gezeichnet. Annabelle, falls du reden willst, ich bin immer für dich da. Bitte sei nicht traurig, Schwesterherz. Ich muss weg von hier. Ihr werdet mich eh nicht vermissen. Solange sie Cindy haben, ist es ihnen doch egal, ob ich da bin oder nicht. Wahrscheinlich sind sie sogar noch glücklicher, dass ich weg bin endlich. Hey, ist alles okay? Du hast wohl einen schlechten Tag. Wer bist du? Oh, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Hey, dich kenne ich doch vom Kindergarten. Ja, genau. Toll, dass du dich sogar noch an mich erinnerst. Weißt du was? Falls du jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du mir ja gerne Gesellschaft leisten auf dieser Bank. Ich bin ein wirklich sehr guter Zuhörer. Wirklich? Das wäre so toll, wenn ich mit jemandem reden könnte, weil daheim interessiert sich einfach niemand für mich. Meine Schwester ruiniert mir einfach alles und alle glauben, ich bin die böse Zwillingsschwester und sie ist die Liebe, nur weil sie so wunderschön ist und ich bin so hässlich. Das erinnert mich wirklich sehr an meinen Bruder. Meine Mutter lässt einfach so viel bei ihm durchgehen und bei mir ist sie immer super streng. Aber weißt du was? Wieso spielst du deiner Schwester keinen Streich zurück? Weil letztens im Kindergarten hat sie dir ja auch so einen gemeinen Streich gespielt. Ich habe eine gute Idee. Du könntest zum Hundepark gehen, Hundekacker holen gehen und unter ihrem Bett verstecken. Stell dir einfach nur ihr Gesicht vor, wie sie in Ohnmacht fallen will, weil ihr Zimmer so extrem stinkt. Oh Bianca, du bist einfach die Beste. Das ist eine super Idee. Dankeschön. Immer zu deinen Diensten. Mein Tag war so schlimm, aber jetzt, wo ich mit dir geredet habe, geht es mir schon so viel besser. Und ich freue mich schon so sehr, ihr diesen Streich zu spielen. Oh, und was ich noch fragen wollte, hast du deine Haare selber geschnitten, weil sie schon anders aus wie beim letzten Mal? Ach, das war wieder mein Bruder. Er hat mir einen riesigen Kaugummi in mein Haar geklebt und darum muss ich mir die Haare abschneiden lassen. Aber ja, meine Eltern haben mir natürlich wieder nicht geglaubt und ihn in Schutz genommen. Aber keine Sorge, ich weiß schon, wie ich mich an meinem Bruder rächen werde. Oh mein Gott, deine Eltern klingen ja genau wie meine Eltern. Aber keine Sorge, im Vergleich zu ihnen glaube ich dir. Das ist sehr nett, wenigstens glaubt mir wenigstens eine Person. Ah, Annabelle, du bist die Beste. Dankeschön, wenigstens glaubt mir eine Person. Und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, musst du mir sagen, ob der Streich gut angekommen ist. Ja, werde ich machen. Tschüss, Bianca. Oh je, es ist ja schon dunkel geworden draußen. Aber ich wette mit euch, meinen Eltern ist es eh egal. Ihnen ist es wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, dass ich fehle. Und vielleicht sind sie eh glücklicher, dass ich nicht da bin. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist es mir egal, denn meine Eltern glauben mir eh nicht. Und das Schlimme ist, ich habe meine Eltern noch nie in meinem Leben belogen. Aber trotzdem glaubt jeder Cindy. Die kann was erleben. Will jemand gratis Pizza? Herr Jemine, wo kann sie doch nur sein? Es ist schon dunkel. Und ich habe in den Nachrichten gelesen, dass Alexander vom Gefängnis entkommen ist. Hab ich so Angst. Ich hoffe, dass ihr nicht passiert ist. Du bist einfach so eine liebe Schwester. Ich mache mir auch solche Sorgen. Ich hoffe, dass Annabelle bald nach Hause kommt, Mama. Und ich habe die Zeichnung, die ich dir zum Geburtstag geschenkt habe, in Annabelles Zimmer aufgehängt, weil wenn sie heimkommt, dann weiß sie, dass ihre Familie sie liebt, immer wenn sie die Zeichnung dann anschaut. Ach, mein Engel, du bist einfach zu süß. Es wird schon richtig spät. Komm, wir bringen dich jetzt ins Bett. Und wir warten dann auf Annabelle. Ach, die arme Cindy, sie ist richtig traumatisiert, weil ihre Schwester verloren gegangen ist. Aber endlich haben wir es geschafft und sie ist eingeschlafen. Ich mache mir auch solche Sorgen. Ich hoffe, dass Annabelle bald wieder nach Hause kommt. Wenn sie in 10 Minuten nicht auftaucht, dann gehen wir zur Polizei. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ach, was für eine Überraschung. Ich wusste doch, dass niemand auf mich warten würde oder sich Sorgen überhaupt
Urlaub machen würde um mich. Wahrscheinlich sind sie eh schon im Bett. Annabelle, wo warst du? Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Du hast uns so große Angst eingejagt. Mein Schatz, endlich bist du da. Ich bin so froh, dass du heil nach Hause angekommen bist. Entschuldigung, ich habe mich verlaufen, Mama. Wir hätten dich niemals gehen lassen sollen. Komm, du willst sicher dich ein bisschen aufwärmen in deinem eigenen Zimmer. Cindy hat sich auch solche Sorgen gemacht und hat diese Zeichnung hier aufgehängt, damit du weißt, dass wir immer für dich da sind. Denn wir sind eine Familie, mein Schatz. Du hast uns so viel Angst eingejagt. Bitte mach das nie wieder. Hast du mich gehört? Ja, Mama, es kommt nicht mehr vor. Es tut mir leid, aber ich bin jetzt so müde. Ich will jetzt einfach nur ins Bett. Komm, mein Schatz, jetzt können wir auch in Ruhe schlafen gehen, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Oh, zum Glück. Ich glaube, sie schlafen schon. Perfekt. Ich hoffe, sie wachen nicht auf. Okay, hier haben wir das Geschenk für meine Lieblingsschwester Cindy. Ich wusste doch, dass es sie war mit dem Schleim. Jetzt muss ich mich weniger schlecht fühlen, dass ich hier einen Streich spielen werde. Na, die wird sich anschauen, morgen in der Früh ein Kakerhäufchen neben ihr in ihre Kuschelecke. Und hier werde ich auch noch eines verstecken. Das wird sie niemals finden. Kann es kaum abwarten, ihr Gesicht morgen zu sehen. Oh, aber es stinkt jetzt schon sehr. Ich muss weg von hier. Oh nein. Von wo kommt denn dieser schreckliche Geruch her? Ich muss schon Parfüm sprühen. Oh nein, es stinkt immer noch. Oh, was ist denn das? Sieh mal, was ist das Braune auf meiner Hand? Bin ich etwa auf Schokolade eingeschlafen? Das ist doch Hundekacke. Mama, Papa. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das kam aus Cindys Zimmer. Cindy, was ist nur passiert? Was ist das für ein Geruch? Was hast du in den Händen? Mama, ich wette mit dir, das war Annabelle. Während ich geschlafen habe, hat sie mir Hundekacke überall in das Zimmer gelegt. Weil wer sollte es sonst gewesen sein? Mensch, Cindy, jetzt sei doch nicht albern. Wann hätte sie das bitte machen sollen? Sie war die ganze Zeit in ihrem Zimmer. Das klingt ja wie Musik in meinen Ohren. Schauen wir mal nach, ob sich Cindy gefreut hat. Oh, ich kann den Gestank schon von hier riechen. Mama, Papa, was ist denn los? Cindy, ist alles okay? Was stinkt hier so? Cindy, wieso weinst du denn nur? Ich glaube, gestern sind Tiere eingebrochen durch das Fenster und haben in Cindys Zimmer Kacke gemacht. Ja, das ist die einzige Erklärung. Wer hätte es sonst machen sollen? Was? Wilde Tiere sind hier eingebrochen? Wir können gerne das Zimmer tauschen, denn ich will, dass meine Lieblingsschwester in Sicherheit ist. Ich weiß ganz genau, dass es du warst, du Pickelgesicht. Nimm das. Cindy, das ist aber nicht sehr nett von dir. Deine liebe Schwester Annabelle macht sich doch nur Sorgen um dich. Und du gibst ihr das in die Hände. Also wirklich, so habe ich dich nicht erzogen. Ich will, dass du dich bei ihr entschuldigst. Hast du mich gehört? Ich muss mich entschuldigen. Oh, Entschuldigung, Annabelle, bist du zufrieden jetzt? Das hättest du auch normal sagen können. Du hast es so schnell gesagt, dass ich deine Entschuldigung nicht gehört habe. Aber, Schatz, verkopf dich nicht. Wir werden herausfinden, was die Ursache ist, okay? Und wir helfen dir auch beim Reinigen vom Raum. Was sagst du dazu, Annabelle? Ja, ich helfe sehr, sehr gerne. Hallo Toasties, mittlerweile sind einige Jahre vergangen und meine Schwester Cindy, sie ist einfach nicht netter geworden. Das Schlimme ist ja, es wird immer nur schlimmer mit ihr. Und heute ist mein erster Schultag und ich muss mit Cindy in die gleiche Schule gehen. Oh nein, vielleicht kann ich meine Eltern überreden, in eine andere Schule transferiert zu werden. Mama, Papa, muss ich wirklich in die gleiche Schule gehen wie Cindy? Kann ich nicht in eine andere Schule gehen? Ich flehe euch an, bitte. Aber mein Schatz, wie sollte das denn nur gehen? Der Schultag hat heute ja schon angefangen. Annabelle, also dein Verhalten finde ich jetzt nicht okay. Du bist so ein Wunderkind, du bist so unglaublich klug. Und es wäre toll, wenn du deiner Schwester einfach in der Schule helfen könntest. Weil, falls sie die Fragen in der Schule hat, dann kann sie sich immer an dich wenden, weil du so klug bist. Hallo Mama, hallo Papa, guten Morgen. Und Schwesterherz, wie geht es dir? Ich freue mich schon so sehr auf unseren gemeinsamen Schultag. Das wird so schön.
Ich bin so froh, dass wir in der gleichen Schule sind, weil dann können wir immer füreinander da sein, wenn die andere Person Probleme hat. Ja, das glaubst auch nur du. Aber ja, wir werden so viel Spaß haben. Nicht. Oh, ihr beide seid so süß. Ich finde es so toll, dass ihr euch beide als Geschwister so sehr unterstützt. Ich bin sehr stolz auf euch. Wartet, bevor ihr in die Schule geht, mache ich euch noch schnell ein leckeres Frühstück. Oh, Mama, lecker schön. Danke, das ist mein Lieblingsessen. So, Annabelle, für dich gibt es dein Lieblingsessen. Hühnerfleisch mit Käse. Lecker Schmecker. Und Cindy, für dich, mein Schatz, gibt es Hackfleisch mit Hühnerfleisch. Oh, das wird so eine leckere Jause. Mami, du bist einfach die Allerbeste. Du weißt immer, was ich am liebsten esse. Kein Problem, mein Schatz. Hier, danke schön. Oh nein, mein Designer-Versace-Rucksack ist ja ungeschützt. Warte, Mama, ich komm schnell wieder. Ich muss schon was holen gehen. Der Rucksack hat mich einfach 12.000 Euro gekostet. Deshalb habe ich mir von Gucci einen Schutz gekauft um 40.000, dass ich diesen teuren Rucksack beschützen kann. Ich bin so klug, oder? Findet ihr nicht? Ein Rucksack in einem Rucksack. Wow, du bist unglaublich klug. Also kommt, ich fahre euch jetzt in die Schule, bevor ihr die Klasse verpasst. Lasst uns gehen. Oh, da sind wir schon. Dankeschön, Papa, dass du uns in die Schule gefahren hast. Kein Problem. Okay, dann sehen wir uns zum Mittag. Tschüss, Papa. Dankeschön, Papa, dass du uns zur Schule gefahren hast. Wir sehen uns später. Hab dich lieb. Du bist der beste Papa. Ich euch auch. Oh, endlich ist Papa weg. Ich weiß, dass du nicht gerade die Klügste bist, aber halte bitte 10 Meter Abstand von mir und tu bitte so in der Schule, als ob du mich nicht kennst, weil ich will nicht, dass die Leute wissen, dass du meine Loser-Schwester bist. Es ist einfach nur noch tragisch, dass ich so eine peinliche Schwester habe. Und weißt du was? Halte dich gefälligst von meinen Freunden und von meinen heißen Typen an meiner Schule fern. Und wage es nicht mal, uns anzuschauen. Hast du mich verstanden? Oh, als ob ich will, dass die Leute denken, dass so ein Hohlkopf wie du meine Schwester ist. Weil so toll, wie du denkst, bist du nicht. Mach bitte deinen Mund zu, sonst denken die Leute wirklich noch, dass ich mit einem Obdachlosen wie dir rede. Also sei still und geh weg. Kannst du mich bitte aufhören zu schubsen? Leute, wow, schaut mal. Yvonne. Oh mein Gott, und Melissa. Oh, die beiden sind so schön. Ah, oh, da ist sie ja. Hey, Bestie, was steht? Was geht? Oh, ich liebe deinen Versace-Rucksack. Und die Gucci-Tasche ist so schön, Annabelle. Hallo, Yvonne. Hallo, Melissa. Oh, so viele Kommentare. Hör bitte auf. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ihr seid so lieb. Nein, Spaß. Bitte macht weiter. Also kommt, lass uns zur Klasse gehen. Elias ist sicher schon da. Oh ja, Elias, der ist hier so schön. Kommt, lass uns gehen. Loser. Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist, aber ich konnte nicht aufhören, sie anzustarren. Tief in mir drin war ich ein bisschen eifersüchtig, weil sie so schön waren. Weil Melissa und Yvonne habe ich davor nur im Fernsehen gesehen, weil sie so berühmt sind. Wisst ihr, wer in dieser Villa lebt? Natürlich lebt hier keine andere als die reiche Yvonne. Ihren Eltern gehört die PlayStation 5. Oh, ich wollte diese Spielkonsole schon immer haben, aber sie war so teuer. Nun stellt euch vor, euren Eltern gehört diese Firma. Ich bin so neidisch, dass Yvonne für immer gratis PlayStation 5 spielen darf. Kommen wir zur nächsten superreichen Person. Und zwar lebt in dieser Villa die Melissa. Sie ist nicht nur berühmt geworden, weil sie ein Model ist, sondern auch, weil ihren Eltern die Nintendo Switch gehört. Bin ich eigentlich die Einzige, die sich immer fragt, wieso meine Eltern nicht reich sein können? Und wenn ihr denkt, dass Melissa und Yvonne reich sind, dann habt ihr noch nicht Elias gesehen. Keiner weiß, wie er ausschaut, aber er ist der Reichste vom Reichsten, weil seinen Eltern McDonald's gehört. Hä, ist das nicht Annabelle? Er, der an Annabelle. Hörst du auf zu träumen? Oh ja, Bianca, wir gehen ja in die gleiche Schule. Ja, ich war auch voll überrascht, dass wir in die gleiche Schule gehen, wo ich dich gesehen habe. Aber ich bin so froh, endlich kenne ich jemanden. Ich hatte schon Angst, dass ich niemanden
Freundin kenne an meinem ersten Schultag. Ich wollte anfangs sogar die Schule wechseln, aber ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe, weil sonst hätte ich dich nicht mehr wiedergesehen. Komm, lass uns später quatschen, der Unterricht fängt ja gleich an. Ja, okay, lass uns gehen. Wieso hat Cindy eigentlich mit jemandem Hässlichem wie der geredet? Du weißt ja, Cindy hatte wahrscheinlich Mitleid mit dir. Sie hat so ein gutes Herz. Oh, sie ist so wunderschön. Innen und äußerlich, da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich habe jetzt Chinesisch-Unterricht. Was hast du? Ich glaube, ich habe Mathematisch-Unterricht. Also, wir sehen uns dann auf dem Jausenhof. Bis später. Na, da hatte ich ja mal wieder Glück im Unglück. Oh, ich dachte, ich kenne niemanden an der Schule, aber zum Glück ist Bianca auch hier. Oh nein, Entschuldigung. Ist alles okay bei dir? Ich war so vertieft in meinem Buch, ich habe dich nicht gesehen. Oh, hätte ich nur aufgepasst. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan, wo wir zusammengestoßen sind. Oh, nein, alles ist okay. Ich habe mir nicht wehgetan. Oh, die ganzen Bücher sind hier schon auf den Boden gefallen. Lass mich dir helfen, sie aufzuhalten. Jetzt haben wir uns schon wieder angestoßen. Mein Name ist Annabelle. Wie heißt du eigentlich? Oh, wunderschöner Name. Mein Name ist Elias. Oh, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Aber schön, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal, Annabelle. Ich hoffe, wir stoßen uns nicht wieder an. Ja, das stimmt. Also, bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, Toasties, habt ihr das gesehen? Am Anfang war es mir so peinlich, aber er war so lieb zu mir und er ist so wunderschön. Aber sein Name ist Elias. Wieso kommt mir das so bekannt vor? Oh, wer ist das überhaupt? Und wieso macht sie sich an Cindys zukünftigen Freund ran? Das muss ich ihr jetzt sofort erzählen gehen. Das wird Ärger geben. Hoffentlich wird Cindy ihr ein blaues Auge geben. Hallo Mama, hallo Papa, ich bin wieder daheim. Oh, hallo Schatz, hattest du einen schönen Tag? Ja, ich hatte so einen tollen Tag. Ach, das sind ja tolle Nachrichten, das freut mich so. Dankeschön, Mama. Ich werde jetzt in mein Zimmer gehen und Hausaufgaben machen, okay? Ja, okay, bis später dann, mein Schatz. Ciao, Mama, bis später. Oh, endlich bin ich in meinem Zimmer und habe meine Ruhe. Ich muss jetzt sofort nachschauen, ob Elias auf Instagram ist. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich ihn finde und dass ich morgen in der Schule auf ihn wieder treffe. Das wäre so toll. Okay, schauen wir mal. Elias. Ich glaube, das ist er. Warte mal, er ist der Reiche. Nein, 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 das muss ein anderer Elias sein. Er ist so süß. Oh, ich bin so müde vom heutigen Tag. Ich werde jetzt ein bisschen schlafen. Was fällt dir ein, so friedlich zu schlafen? Steh gefälligst auf. Was willst du? Was spielst du einen auf unschuldig und tust so dumm? Denkst du, ich habe nicht gehört, mit wem du am Spind geredet hast? Und das kommt davon. Aber von wem redest du? Und das war mein Handy. Das hättest du dir zweimal überlegen sollen, bevor du dich an meinen zukünftigen Mann ranmachst. Er gehört mir. Und zwar mir alleine. Er ist mein Prinz. Weh, du schaust ihn noch einmal an. Hast du mich gehört? Meinst Elias? Seid ihr etwa zusammen? Nein, wir sind nicht zusammen. Aber wir werden bald zusammen sein. Ich weiß, dass er mich bald fragen wird, ob ich seine Freundin sein will. Sorry, du kommst in mein Zimmer rein und machst mir mein Handy kaputt wegen einem Typen, mit dem du nicht mal zusammen bist. Was redest du? Er ist mein zukünftiger Freund und mein zukünftiger Mann. Und sobald ich 18 Jahre bin, werde ich mir sein wunderschönes Gesicht auf meinem gesamten Rücken tätowieren lassen. So verliebt bin ich in ihn. Okay, und weiß Elias etwa von seinem Glück schon? Oder bist du einfach nur ein Stalker? Weil wäre er in dich verliebt gewesen, dann hätte er dich schon lange gefragt. Was fällt dir ein, dich über die Liebe meines Lebens lustig zu machen? Ich habe dich gewarnt, Annabelle. Nur weil du meine Schwester bist, musst du nicht denken, dass du davonkommen wirst. Ich habe dich heute in der Früh gewarnt. Was willst du mit meinem Blumentopf machen? Halte dich fern von meinem Prinzen. Hättest du doch nur auf mich gehört. Und wieso überhaupt gibt Mama meine Zeichnung in dein ekelhaftes Zimmer? Am liebsten würde ich die Zeichnung verbrennen. Oh, ich werde der Mama sagen, dass es du warst. Du hast die Zeichnung kaputt gemacht, weil du neidisch bist. Mama, bitte komm. Mama, Papa, Annabelle hat mich gemobbt. Was ist denn los, mein Schatz? Annabelle, du blutest ja. Was ist denn nur hier passiert? Schatz, komm sofort her und ruf den Krankenwagen.
Krankenwagen. Ich habe Annabelle erwischt, wie sie die Zeichnung kaputt gemacht hat, die ich dir geschenkt habe. Und dann wollte ich ihr die Zeichnung aus der Hand reißen und sie ist ausgerutscht und hat sich angeschlagen. Ich wollte es verhindern, aber sie war so gemein, sie hat mich weggeschubst. Der Krankenwagen ist da. Cindy, mein Schatz, wir werden später darüber reden. Komm, Annabelle, wir müssen los. Wir müssen deine Wunde nähen gehen. Cindy hat es mir angetan. Das war ja einfacher wie gedacht. Und das sollte ihr eine Lehre sein, die Finger von meinem Prinzen zu lassen. Mama, bitte glaub Cindy nicht. Cindy hat mir das angetan. Mein Schatz, deine Schwester ist doch nicht verrückt. Sie liebt dich über alles. Wieso sollte sie sowas tun? Und du bist auf den Kopf gefallen. Wahrscheinlich kannst du dich nicht mal erinnern, was vorgefallen ist. Aber es war deine Schwester, die nach Hilfe gerufen hat. Und psst, entspann dich, weil sonst wird deine Wunde noch schlimmer. Wir sind schon gleich im Krankenhaus. Halte durch, mein Schatz. Wir sind jetzt angekommen, Annabelle. Oh, was ist denn jetzt hier los? Jetzt kann ich nicht mal mein Abendessen in Ruhe essen. Oh, jetzt muss ich es auf den Boden schmeißen. Okay, schauen wir mal, was mit der Patientin los ist. Oh je, sie muss sofort genäht werden. Ja, bitte helfen Sie meiner Tochter. Ich flehe Sie an. Ja, kein... Chill mal, okay? Es ist nur eine kleine Wunde. Kommen Sie bitte mit mir mit. Also eine Gehirnschütterung hat Ihre Tochter nicht und die Wunde konnten wir erfolgreich nähen. Und jetzt schauen wir uns mal den Ultraschall an. Soweit, sofern, alles gut. Perfekto, da hatten Sie ja nochmal Glück. Also Ihre Tochter sollte wirklich dankbar sein für Ihre Schwester. Ich soll dankbar sein? Sie hat mir diese Wunde angetan. Sie ist deine Schwester. Als ob sie sowas tun würde. Ja, genau, mein Schatz. Glaub doch dem Arzt. Deine Schwester liebt dich. Jetzt genug geschrien im Gang. Können Sie bitte mit mir mitkommen in mein Büro? Dort können wir alles in Ruhe besprechen. Also, ich kann mir das nicht erklären. Vielleicht hat sich der Arzt verschaut und du hast eine Gehirnerschütterung, weil... Wieso sagst du sonst solche Sachen, wie dass es deine Schwester war, die dir das angetan hat? Aber Mama, ich würde dich doch niemals anlügen. Wieso kannst du mir einfach nicht glauben? Jetzt komm. Psst, jetzt gehen wir zum Arzt. Der wartet schon sicher auf uns. Hallo, Herr Doktor. Sind Sie sich sicher, dass meine Tochter keine Gehirnerschütterung hat? Also den Bildern zufolge war der Aufprall sehr, sehr hart. Also du musst ja wirklich sehr ausgerutscht sein. Du hättest fast einen Riss in der Schädeldecke gehabt. Aber zum Glück hat deine Schwester frühzeitig deine Eltern gerufen, weil sonst hätte das noch viel schlimmer ausgehen können. Oh, danke schön, Herr Doktor. Ich bin so froh, dass es meiner Tochter gut geht. Kein Problem. Die Medizin gibt es am Schalter. Okay, ja, passt. Komm, lass uns die Medizin holen gehen, mein Schatz. Mein Schatz, ich bin so froh, dass es dir besser geht. Aber wenn wir daheim ankommen, ich will, dass du dich bei deiner Schwester bedankst. Hast du mich gehört? Mama, ich werde mich niemals bei Cindy bedanken. Sie weiß, wo mir das angetan hat. Und niemand glaubt mir. Ach, mein Schatz, du musst dich einfach nur ausruhen. Du bist sicher ganz durcheinander. Alles wird gut. Hallo, Toasties. Könnt ihr wirklich fassen, was gerade abgelaufen ist? Ich meine, ihr habt es doch auch gesehen, dass es Cindy war, die mich geschubst hat und nicht ich selber. Aber niemand will mir einfach glauben, nicht mal meine eigenen Eltern. Ich muss jetzt irgendwas tun, um Cindy zu stoppen. Und ich habe genau die perfekte Idee. Ich werde mich jetzt nachher in ihr Zimmer schleichen und ich werde irgendwas finden müssen, womit ich sie zerstören kann und dass sie sich nie wieder mit mir anlegt. Ich hoffe, Cindy ist noch nicht daheim. Ach, mein Schatz, ich bin so froh, dass alles gut ist, aber ich kann einfach immer noch nicht glauben, was heute passiert ist. Aber komm, lass uns reingehen, nicht, dass du dich noch verkühlst. Gute Nacht, Mama, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich will ein bisschen Ruhe haben. Na, warte, diesmal werde ich mich wehren gegen dich. Zum Glück ist sie noch nicht daheim. Wo könnte ich Beweise finden gegen sie? Vielleicht hat sie peinliche Bilder auf dem iPad. Auch nicht. Vielleicht irgendwelche lustigen Fotos? Oh, auch nicht. Irgendwas brauche ich, bevor sie zurückkommt. Sie hat sicher was in ihr Notizbuch geschrieben. Warte mal, hat sie nicht ein Tagebuch, wo sie jeden Abend reinschreibt? Das ist das Tagebuch. Oh mein Gott, was steht denn hier drinnen? Ich,
Ich bin sprachlos. Ihr müsst euch das selber anschauen. Schaut mal, Leute. Sie hat sogar was über mich in ihr Tagebuch geschrieben. Und zwar nennt sie mich Kakabell. Und da steht, meine blöde Schwester. Alle sagen immer, wie klug sie ist. Aber sie ist dumm wie Brot. Und wieso sieht es niemand? Dann auf dem linken Foto hat sie mich einfach durchgestrichen. Und auf dem rechten Foto hat sie mich ja komplett vermalt. Sie hat mir die Augen rot gezeichnet und einen Lippenstift gegeben mit dem Titel »Ich wünschte, ich bin ein Einzelkind«. Ich verstehe nicht, wieso sie sowas macht. Was habe ich ihr jemals getan, dass sie so was Gemeines schreiben kann? Okay, schauen wir mal, was auf der nächsten Seite ist. Ist das nicht ihre beste Freundin, Yvonne? Sie ist Model, aber ich bin viel schöner wie sie. Hahaha, hat Cindy geschrieben. Und dann steht hier noch, ich bin nur Besties mit ihr, weil sie reich ist. Was? Das wusste ich gar nicht, dass sie Yvonne nur ausnützt. Und auf der rechten Seite hat sie Yvonne einen Bart gezeichnet mit Igitt, so sehe ich sie. Sie hat so viele Pickel, ich würde sie gerne mit einer Käsereibe zu Parmesan reiben. Ekelhaft. Was ist nur los mit meiner Schwester? Wie kann sie so eine falsche Schlange sein? Okay, schauen wir mal, auf was auf der nächsten Seite ist. Ich habe jetzt schon Angst. Okay, ist das nicht ihre andere beste Freundin? Ich dachte, Melissa und Yvonne sind allerbeste Freundinnen mit Cindy, aber scheinbar nicht. Da steht, sie ist ein Loser ohne mich. Ihre Eltern gehört die Firma namens Playstation 6. Wer kennt schon diese Loser-Firma? Also ich muss sagen, ich kenne die Firma auch nicht. Aber das ist trotzdem gemein, was sie geschrieben hat. Und rechts hat sie wieder voll komisch gemalt. Und da steht, sie kann froh sein, dass ich mit ihr befreundet bin. Und warte, was steht da? Und sie hat voll Mundgeruch und dick ist sie auch. Und nicht jeder ist so schön wie ich. Boah, Cindy ist einfach sowas von eingebildet. Oh, schauen wir mal, was auf der nächsten Seite ist und über wen sie sich wieder lustig macht. Oh mein Gott, Leute. Was steht denn da? Das ist so peinlich. Endlich habe ich was gegen sie gefunden. Da steht einfach, liebe dich. Cindy plus Elias. I love you. Elias, mein Prinz. Oh mein Gott, hat sie einfach ein Foto von ihm ausgeschnitten und überall Herzchen gemalt. Ich wusste gar nicht, dass Cindy so besessen ist mit Elias. Okay, ich bin gespannt, was auf der nächsten Seite ist. Ich habe Angst vor der nächsten Seite. Oh mein Gott, sie hat einfach den Kopf von ihr und Elias ausgeschnitten und bei einem Hochzeitspaar drüber geklebt. Boah, ist das peinlich. Und auf der rechten Seite steht, liebes Tagebuch, so stelle ich mir meine Hochzeit vor mit meinem zukünftigen Mann, Prinz Elias. Cindy plus Elias, Herz, seit wann ist er ein Prinz? Oh mein Gott. Wenn ich Elias die Fotos zeigen würde, dann könnte ich Cindy damit ruinieren. Was sagt ihr dazu, Leute? Soll ich Cindy und ihren besten Freundinnen diesen Tagebucheintrag zeigen, damit sie ihr wahres Gesicht sehen? Oder ist das zu gemein? Ich meine, sie hat mir schon so viele schlimme Sachen angetan, sie verdient es. Oh je, eine Seite gibt es noch. Und zwar unser Kind, ich liebe dich. Da hat sie schon wieder einfach ein Foto von ihr und Elias genommen und von einem Magazin ein Paar mit einem Kind ausgeschnitten und ihr Gesicht drüber geklebt. Wie traurig ist das bitte? Und auf der rechten Seite steht, in der Zukunft will ich 200 Kinder mit Elias haben. Kennt ihr bitte jemanden mit 200 Kindern? Also Cindy, meine Schwester ist nicht gerade die Klügste. Aber zum Glück habe ich dieses Tagebuch gesehen. Wenn Cindy sich noch einmal mit mir blöd anlegt, dann werde ich allen ihr wahres Gesicht zeigen. Und dann wird sie sich hoffentlich nie wieder mit mir anlegen. All diese Jahre, wo sie mich schikaniert hat, wird endlich ein Ende haben. Hahaha. Ich freue mich schon so. Ich bin wieder zu Hause, oh nein, Mama. Sie ist schon wieder daheim. Oh, hallo. Ich muss ihr Tagebuch schnell verstecken und die Fotos auch wegnehmen, weil sonst fällt ihr auf, dass ich da war. Oh, wo soll ich hin? Oh, ich werde so tun, als ob ich schlafe. Ach, meine arme Schwester. Oh je, wer hat dir das nur angetan? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ihr wird das Lächeln vergehen.
Ach, mein Schatz, ich weiß noch immer nicht, was heute passiert ist. Ich auch nicht, mein Schatz, aber Annabelle hat sich wirklich nicht nett gegenüber Cindy verhalten. Die Arme. Mama, Papa, ihr seid ja immer noch wach. Ist alles okay bei euch? Ich mach mir Sorgen. Ach, mein Schatz, alles ist okay. Komm, setz dich hin. Okay. Abendessen ist gleich fertig. Ich geh schon Annabelle rufen. Annabelle, aufstehen. Abendessen ist fertig. Oh, es ist schon so spät. Oh, ich habe die Bilder ja immer noch in der Hand. Ich muss sie schnell verstecken. Komm, Mama, lass uns gehen. Was waren das für Bilder? Ach, egal, Mama. Hallo, Schwesterherz. Annabelle, du bist ja wieder gut gelaunt. Was ist denn los? Oh je, Mama, sie muss ja richtig hart auf den Kopf gefallen sein. Keine Angst, Cindy, mir geht es besser denn je. Hier, nimm deine Medizin. Dann geht es dir vielleicht besser. Da es euch heute nicht so gut ging, dachte ich mir, ich koche euch euer Lieblingsessen. Ich habe 4 Stunden dafür gebraucht. Ich hoffe, es schmeckt euch. Hier eine Paprika für dich und eine Gurke für dich, mein Schatz. Oh, ich habe noch Kakao gemacht. Und bevor ich es vergesse, ich habe hier noch Pommes für dich gemacht, Annabelle. Also, einmal Kakao mit ganz viel Sahne für dich, mein Schatz. Und für dich, Cindy, einmal Kakao mit weniger Sahne. Ich weiß ja, du bist auf Diät. Mahlzeit euch beiden. Mama, das ist vorzüglich. Danke, Mama. Mein Lieblingsessen. Ist langsam, nicht, dass du dich noch verschluckst, mein Schatz. Ich hoffe, dir geht es jetzt besser. Ja, mir geht es super. Dankeschön, Mama. Bis später. Hab einen guten Tag. Oh, Mama, was ist denn los gewesen mit Annabelle? Wieso war sie so gut gelaunt? Ach, ich glaube, das liegt an ihrer Kopfverletzung. Vielleicht muss ich sie nachher nochmal ins Krankenhaus bringen, weil ihr Verhalten war nicht normal. Ach, meine arme Schwester, ich hasse es, sie so leiden zu sehen, Mama. Oh, toll, die Bianca ist ja auch schon da. Hi, Bianca. Was... Annabelle, was ist passiert mit deinem Kopf? Ach, mach dir keine Sorgen, aber ja, meine Schwester ist wieder durchgedreht und sie hat mir einen Topf über den Kopf geschlagen. Wo ist deine Schwester? Der werde ich jetzt meine Meinung sagen. Nein, bitte nicht, beruhig dich. Wie kann sie es nur wagen? Ich habe einen Plan. Sagen wir mal so, mein Plan ist so gut, dass Cindy sich nie wieder traut, mich anzugreifen. Ich verspreche dir das. Was ist das denn für ein Plan? Das wird dann ein Geheimnis sein. Aber genug von Cindy. Was ich dich eigentlich fragen wollte ist, hast du Lust auf ein Kinoabend bei mir daheim? Oh, Kinoabend. Vielleicht sollten wir auch einen machen. Ich habe nämlich den neuesten Film von Harry Potter und der gelbe Prinz. Magst du vorbeikommen? Ja, voll gerne. Du hast recht, sehr gute Idee. Ich werde heute auch einen Kinoabend bei mir daheim machen. Ich bringe meine Popcornmaschine mit. Ja, das klingt super. Oh Mann, wer wirft einfach Papier auf den Boden? Ich hasse Umweltverschmutzer. Wo ist nur die Mülltonne? Ah, ich habe sie gefunden. Cindy ist so toll und umweltbewusst. Wow. Habt ihr gesehen, wie sie einfach den Müll entsorgt hat? Ihr liegt die Umwelt ihr wirklich am Herzen. Sie ist so ein guter Mensch. Cindy, du bist so toll. Komm, lass uns gehen, sonst fragen sie noch nach einem Autogramm. Sie ist so falsch, als ob ihr die Umwelt am Herzen liegt. Ach, egal, reden wir nicht mehr über sie. Treffen wir uns nachher in der Kantine? Dann können wir unseren Filmabend besprechen. Ja, gute Idee. Oh, ich habe solchen Kohldampf. Was wirst du essen? Ich werde, glaube ich, 2x Butter essen. Ich liebe einfach pure Butter. Das ist so lecker. 1x und 2x. Und ich glaube, das ist schon genug für mich. Okay, ich glaube, ich nehme eine Ananas, Käse und Käse. Komm, probier diesen Käse. Der ist so lecker. Ja, okay, werde ich machen. Hallo, wir würden gerne zahlen. Ja, okay. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Okay, Mahlzeit. Dankeschön, Frau Ei. Oh nein, das sind die einzigen Plätze, die noch frei sind. Egal, setzen wir uns einfach hin. Ja, voll. Vor allem meine Schwester hat gesagt, ich soll so tun, als ob ich sie nicht kenne. Also wird es auch keine Probleme geben. Boah, was macht die schon wieder hier? Ach, Cindy, jetzt tu nicht so überrascht. Das sind sicher deine Superfans. Sie wollen sicher ein Autogramm von dir, wie alle. Naja, sie können gerne ein Autogramm von mir haben, aber dafür will ich ihre wertvollste Pokémon-Karte haben. Oh Gott, wieso ist meine Schwester so peinlich? Oh nein, was will der schon wieder hier? Oh meine Cindy, bekomme ich bitte ein Autogramm? Ich tue alles dafür. Alles, was du willst, ich mache es. Wirklich alles? Ich habe so großen Hunger. Magst du mir nicht was zum Essen bringen? Ja, sehr wohl, meine
Prinzessin. Hier, ich habe dir einmal Spaghetti Bolognese mit Kartoffeln gebracht. Irgendwie habe ich keine Lust auf Pasta. Bring mir was anderes. Oh, natürlich, natürlich. Ich habe dir einen Burger mitgebracht. Oh, ein Burger, das ist ja sehr nett, aber... Du weißt schon, ich bin ein Model und ein Superstar und ich bin auf Diät. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott, was ist mit diesem Typen los? Merkt er nicht, wie Cindy ihn gerade voll ausnützt? Oh, wie ein kleiner Hund verhaltet er sich. Oh, Cindy, ich wollte nur sagen, du bist so schön. Ich bin dein größter Fan. Okay, tschüss. Oh nein, in der Kantine gibt es gar nichts mehr, was ich hier bringen kann. Und ich will nicht mit leeren Händen auftauchen. Warte mal, vielleicht magst du ein Spiegelei mit bisschen Haaren drin. Hier, Cindy, ich habe dir ein Spiegelei mitgebracht. Ich hoffe, dass dir das schmecken wird. Ich liebe Spiegelei. Vorzüglich, probieren wir es mal. Von wo ist dieser Geschmack her? Oh, lass uns bitte gehen. Ich ertrage sie nicht mehr. Also, deine Schwester ist schon lustig, wie sie sich ausspielt. Warte mal, hatte die Frau nicht ein Spiegelei auf dem Kopf? Warte, wir haben doch kein Spiegelei in der Kantine. Oh mein Gott, das stimmt. Ich gehe, jetzt hat ein Spiegelei von ihr auf dem Kopf gegessen. Ah, und dann hat sie noch gesagt, der Geschmack ist gut. Das geschieht ihr mit Recht. Ich hoffe, sie bekommt eine Lebensmittelvergiftung. Ich auch. Komm, lass uns gehen. Ich freue mich schon auf unseren Filmeabend. Magst du eigentlich auch zu meinem Filmeabend kommen? Ja, voll gerne sogar. Ich glaube, ich werde meinen Prinz Elias auch einladen. Ach, jeder weiß doch, dass Elias voll in dich verliebt ist. Er ist ja auch bald mein zukünftiger Freund. Wir sehen uns später. Tschüss. Ich freue mich schon so auf den Film Harry Potter und der gelbe Prinz. Mein Lieblingsteil. Ja, ich freue mich auch. Komm, lass uns loslegen. Wir können uns auch eine Pizza danach bestellen. Ja, vom Alexander. Der sollte scheinbar die besten Pizzen auf der Welt haben. Lecker, das klingt nach einem tollen Plan. Hä, bitte, was? Was macht ihr denn alle hier? Hallo, mein Schatz. Cindy hat einen Filmeabend geplant für heute. Oh, hallo, Schwester Herz. Du und deine Freundin sind natürlich herzlichst eingeladen zu meinem Filmeabend. Ich meine, nur wenn ihr wollt, natürlich. Du falsche Schlange, du hast uns belauscht. Ich habe einen Filmeabend vor dir geplant gehabt. Annabelle, sag mal, wie redest du bitte mit deiner Schwester? Mama, siehst du nicht? Sie macht alles mit Absicht. Aber was meinst du mit Absicht? Ich dachte, wir könnten einen tollen Abend gemeinsam verbringen. Du bist so eine Lügnerin und ich werde jedem beweisen, wie falsch und gemein du wirklich bist. Denn keiner glaubt mir. Na, warte. Oh je, Mene, da hat hier jemand schlechte Laune. Oh, die arme Annabelle. Ich habe einfach genug von der Cindy. Jetzt werde ich allen ihre wahre Seite zeigen, denn niemand glaubt mir. Heute bin ich dran mit der Rache. Cindy, weißt du, was dieses Buch in meiner Hand ist? Bitte gib's mir zurück. Leute, aufgepasst. Ich werde euch jetzt allen aus dem Tagebuch von der Cindy vorlesen. Was geht denn hier vor sich? Liebe Melissa, über dich hat Cindy geschrieben, wie fett du bist. Und Yvonne, du hast scheinbar schreckliche Pickellaute. Annabelle, bitte. Es tut mir leid. Hör auf damit. Lass mich. Bitte, tu mir das nicht. Elias und Cindy für immer und du willst 200 Kinder von mir? Du bist ein Stalker. Schau mal, was sie über dich geschrieben hat. Annabelle hat ja recht. Nein, das stimmt nicht. Bitte glaubt ihr nicht. Cindy, du falsche Schlange. Jetzt kenne ich deine wahre Seite. Melissa, schau mal, was sie über dich geschrieben hat. Wir gehen jetzt. Komm. Oh je, die arme Cindy. Bitte glaubt ihr nicht. Will mir meine Pickel mit einer Käsereibe reiben. Ekelhaft. Wie konntest du mir das antun? Bianca, hast du ihr Gesicht gesehen? Der habe ich es aber gezeigt. Ich bin richtig enttäuscht in dich, Annabelle. Wieso hast du sowas gemacht? Du hast deine Schwester richtig gedemütigt vor allen anderen. Sowas macht man doch nicht. Am Ende vom Tag ist sie doch trotzdem deine Schwester. Aber Bianca, du hast doch gesehen, was sie mir immer angetan hat. Sie hat es verdient. Ja, aber das, was du getan hast, das geht einfach viel zu weit. Ich bin so enttäuscht in dein Verhalten. Du bist nicht viel besser wie sie. Annabelle, was ist nur in dich gefahren? Komm, mein Schatz, wir müssen schnell Cindy suchen. Die Arme, konnte Annabelle ihr das doch nur antun.
Ich fasse es einfach nicht. Cindy war die, wo immer gemein zu mir war. Und einmal in meinem Leben wehre ich mich gegen sie. Und auf einmal heißt es, dass ich die Gemeine bin. Also nein, das habe ich wirklich nicht verdient. Und wisst ihr was? Ich werde es allen heimzahlen. Ich werde es mit meinem gesparten Geld mir ein neues Outfit holen gehen. Und morgen wird mein neues Leben anfangen, wo ich ausschaue wie eine neue Person. Ha! Wow, das ist aber eine schöne Boutique hier. Oh, hallo, danke schön, dass dir mein Geschäft gut gefällt. Wie kann ich dir helfen heute? Also, mein Problem ist halt, dass jeder mich als hässliches Entlein ansieht. Und ich will auch mal im Rampenlicht stehen. Deshalb hätte ich gerne ein neues Outfit. Dann bist du aber hier genau richtig. Ich werde dir ein Outfit geben, bei dem du nur im Rampenlicht stehen kannst. Das ist all unsere Selektion, aber warte mal. Warte hier auf mich und ich bring dir einfach dann deine Outfits. Du wirst dann so toll ausschauen, vertraue mir einfach. Okay, hier sind deine Outfits. Du kannst dich schon gerne umziehen. Okay, super, danke schön. Schauen wir mal. Es ist wunderschön. Ich habe noch nie ein Kleid anprobiert. Ich hoffe, es steht mir. Und den Hut nicht vergessen. Ich warte hier auf dich. Lass dir Zeit beim Umziehen. Okay, ich bin, glaube ich, fertig. Oh, Herr Jemine, ich habe dich gerade angeschaut und dachte mir, wie kann man so hässlich sein? Du könntest ein modernes Kunstwerk sein. Was kann man da nur machen? Warte, probier mal das an. Das ist meine neueste Kollektion. Also wenn du darin nicht gut ausschaust, dann weiß ich auch nicht mehr. Herr Jemine, gibt es dich denn auch in schön? Warte, ich bring dir ein neues Outfit, weil das geht einfach gar nicht. Ach, ich wünschte, ich wäre Harald Potter, dann könnte ich sie einfach schön zaubern. Probier das bitte an, das ist meine neueste Kollektion. Also wenn das nicht gut ausschaut an dir, dann wird leider nichts gut an dir ausschauen. Okay, danke für deine Hilfe. Mann, oh Mann, da kann man ja einfach nur noch beten, dass es nach was ausschaut. Oh, wow, du schaust hier wunderschön aus, wie ein Model. Wie für dich geschaffen. Ich wusste doch, dass du Potenzial hast. Und jetzt noch eine Handtasche. Ich habe dir doch von Anfang an gesagt, wie schön du bist und dass du aufhören sollst, an dir selber zu zweifeln. Komisch, daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Ja, papalapap. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, und zwar das Bezahlen. Ich erhoffe mir einen fetten Batzen Trinkgeld, weil ich so gut zu dir war. 1.000 Euro Trinkgeld wären nett. 1.000 Euro für was? Träume weiter. Es wären dann 200.050 Euro. Dankeschön, hier sind die 425.050 Euro. Dankeschön nochmal, ich liebe mein neues Outfit. Tschüss. Oh, und jetzt werde ich mir meine Haare machen lassen. Hallo, ich hätte gerne Haare wie das Supermodel Mirabelle. Oh, hat jemand Mirabelle gesagt? Ich bin ihr größter Fan. Mirabelle, das Supermodel, ist einfach so wunderschön. Oh, das ist einfach mein Lieblingsfoto von ihr. Sie ist einfach das schönste Model. Ich wünsche so sehr, dass ich sie einmal sehen könnte, um ein Autogramm von ihr zu bekommen. Wenn man einfach so gesegnet ist mit so einem Aussehen, dann muss man es doch so einfach im Leben haben. Bin so neidisch auf sie. Aber warte mal, hast du gerade gesagt, du willst Haare wie Mirabelle haben? Ja, kannst du mir nicht bitte helfen? Ja, okay, aber nur weil ich Mitleid heute mit dir habe. Also hattest du noch mal Glück. Also komm mit mir mit, zuerst waschen wir mal deine fettigen Haare. Mein Praktikant wird dir die Haare waschen. Gandalf, wasche die Haare mit unserem Spezialshampoo. Du weißt schon, was ich meine. Weil irgendwo müssen wir ja auch Geld sparen. Also viel Spaß. Aber ich habe doch gerade die Toiletten damit geputzt, okay, wenn mein Boss das sagt. Mein Name ist Gandalf und ich werde dir heute deine Haare waschen. Also ich schamponiere dir jetzt deine Haare ein mit dem extrem teuren Louis Vuitton Haarshampoo. Bitte setz dich hin. Okay, passt. Das riecht irgendwie komisch. Ach so, das liegt vielleicht daran, dass es das neueste Duft von Louis Vuitton ist. Und zwar Eau de Toilette. Oh, ist einfach so schwer zu kriegen, weil es derzeit überall ausverkauft ist, weil jeder es haben will, wegen dem wunderbaren Geruch. Meister Gollum, ich bin fertig mit Haare waschen. Wow, was stinkt? Oh, ich meine, was riecht hier denn so gut? Okay, perfekt, jetzt wo deine Haare frisch gewaschen sind, fangen wir doch direkt an mit dem Spaß. Und zwar die Haarfarbe. Blond,
bin mir da nicht so sicher, muss ich sagen. Aber das Topmodel Mirabelle hat auch blonde Haare und ich hätte das echt gerne. Schätzchen, jeder will Haare wie Mirabelle haben, aber es ist halt die Frage, steht es auch jedem? In deinem Falle bin ich mir da nicht so sicher. Schauen wir mal, wie wär's mit einer blauen Haarfarbe? Nein, blau schaut nicht so gut aus, grün auch nicht. Vielleicht rot? Nein, das steht dir auch nicht so gut. Oh, gelb? Ja, gelb ist wunderschön an dir. Komm, aber genug Gerede. Lass uns doch zuerst die Haare schneiden. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, was für eine Haarfarbe dir gut steht. Oh, Mama mia, ja, yes, das schaut ja perfekt aus an dir. Du hast doch mehr Potenzial, wie ich gedacht habe. Komm, wir machen dir doch blonde Haare. Wie Mirabelle. Ich hoffe, du bist zufrieden. Das wäre 925.000 Euro. Okay, hier sind die 10 Euro. Dankeschön für den tollen Haarschnitt. Ich bin echt begeistert. Ich schaue echt aus wie Mirabelle. Was sagt ihr dazu? Auf zum letzten Geschäft. Hallo, ich würde gerne etwas tun gegen meine Pickel. Was meinst du mit Pickel? Das sind keine Pickel, das ist eine Kraterlandschaft. Aber ich kann dir helfen. Alexander ist einfach der Beste. Oh, ich bin ja Alexander. Setz dich am besten hin und wir starten. Okay, super, danke schön. Oh, hast du aber schöne Haut. Dein Geld geben wir hier hin und zieh das doch an. Okay, fangen wir mit der Behandlung an. Falls du auch noch Pizza haben willst, dann gib Bescheid. Ich mache auch super Pizza. Okay, zuerst mal einen pinken Nagellack. Hier auch Nagellack ein bisschen auf die Augen. Oh, ich glaube, man sollte keinen Nagellack auf die Augen geben. Ah, ist ja egal. Und dann noch ein bisschen Fußcreme ins Gesicht und dann noch dieses Parfüm. Okay, und jetzt kommen wir zum letzten Schritt und zwar die Anti-Pickel-Maske. Warte, irgendwas habe ich noch vergessen zu machen. Ah, genau, ich muss dir noch deine Fußhaut abhobeln. Lecker. Oh, Entschuldigung, ich meine nicht lecker, ekelhaft meine ich. Ah, du wirst so weiche Füße haben. Okay, ich bin fertig. Was sagst du zu deinem neuen Makeover? Das bin ich? Meine Haut fühlt sich so gut an. Alexander, du bist einfach der Beste. Ich werde dich sofort all meinen Schulkameraden empfehlen. Dankeschön. Oh, ich kann es kaum abwarten, nach Hause zu gehen. Und ich eröffne bald ein Pizzageschäft. Du kannst gerne deine Freunde auch vorbeibringen. Oh ja, ich liebe Pizza, vor allem Pizza Dürüm. Das ist so lecker. Oh, ich muss jetzt nach Hause gehen. Ich kann es kaum abwarten, Cindys Gesicht zu sehen. Oh nein, es ist doch später, wie ich gedacht habe. Cindy muss sicher schon am Schlafen sein. Oh Mann, schade, dass sie nicht mein neues Outfit sehen kann. Oh Mann, ich will nicht aufstehen und in die Schule gehen. Was ist mit meinem Gesicht los? Von wo kommen die Pickel her? Das kommt sicher daran, weil ich die ganze Nacht geweint habe. Vielleicht kann ich es abdecken mit Make-up und Concealer. So kann ich doch nicht in die Schule gehen. Oh nein, meine Pickel sind zu rot. Vielleicht mit dieser Hautcreme auch nicht. Jeder wird sich lustig über mich machen. Ich habe so Angst, in die Schule zu gehen. Oh, wo sind die beiden? Nur Kinder? Kommt schon, wir müssen zur Schule. Hallo, guten Morgen, Papa. Guten Morgen, mein Schatz. Aber wo ist denn deine Schwester nur geblieben? Kommst du bitte, sonst verpasst ihr den Bus. Guten Morgen, Papa. Entschuldigung, ich muss dir noch kurz Make-up auf mein Gesicht geben. Wow, das ist aber ein tolles Outfit, was du hast. Oh, danke schön, Papa. Habe ich mir gestern neu gekauft. Komm, lass uns losgehen, sonst verpasse ich den Unterricht. Kann mich jemand kneifen? Oder ist das einfach nur ein schlechter Traum? Bin schon gespannt, wie alle drauf reagieren. Oh, hallo Elias, wie geht es dir? Oh mein Gott, ist das eine neue Schülerin? Sie ist so schön. Oh, Annabelle, bist du das? Du schaust ja wunderschön aus. Und was ich dir noch sagen wollte, also was du auf der Party gemacht hast, das war einfach so cool. Der blöden Cindy hast du es gezeigt. Oh, wenn man gerade vom Teufel spricht, hier ist sie ja schon, der Stalker. Komm, lass uns gehen, Annabelle. Oh. Wie kann mir meine Schwester das nur antun? Lass mich bitte in Ruhe, ich bin kein Stalker. Du bist ein ekelhafter Stalker. Oh, ich habe dich gefurzt. Aua, das tut weh. Wieso macht ihr sowas? Ach, hier ist sie ja schon. Mit dir haben wir ein Hühnchen zu rupfen. Wie kannst du es nur wagen, über uns schlecht zu reden? Und ich dachte, wir sind Freunde. Das geschieht dir mit Recht. Oh, du ekelst uns an. Komm, lass uns gehen. Zum Glück konnte ich es abwaschen.
Oh Mann, wieso bin ich so blöd? Wieso musste ich gemeine Sachen schreiben? Ich bereue es so. Ich hätte nie gemein sein sollen zu meiner Schwester. Aber ich war einfach so neidisch, weil sie so klug ist. Oh nein, die Arme. Ich meine, ich gebe es jetzt zu. Cindy war immer gemein zu Annabelle. Aber sowas hat niemand verdient. Ich muss Annabelle suchen gehen und mit ihr darüber reden. Oh, Annabelle, was machst du hier? Bist du schon wieder am Lesen? Oh, hallo, Elias. Ja, ich lese gerade mein Lieblingsbuch, Harry Potter und der Schuh des Weisens. Oh, ich liebe dieses Buch, vor allem der Hauptcharakter Gollum mit dem Ring. Der ist so cool. Aber ich wollte einfach sagen, das tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass Cindy deine Schwester ist und dass du sowas durchmachen musstest mit ihr. Aber ich finde es trotzdem toll, dass sie uns näher zusammengebracht hat. Darum wollte ich dich fragen, ob du mit mir auf ein Date gehen willst. Was? Du willst wirklich mit mir auf eine Verabredung gehen? Ja, aber natürlich, mit wem sollte ich sonst auf ein Date wollen, wenn nicht mit dir, meine wunderschöne Annabelle? Ich kann dich heute von daheim abholen gegen 4:05. Was sagst du dazu? Ja, voll, das klingt toll. Und wir könnten ja danach ein bisschen beim Mc's chillen und ein bisschen Burger essen. Was sagst du dazu? Boah, ich liebe McDonald's. Ja, passt, dann hole ich dich später von daheim ab. Bis später, meine wunderschöne Annabelle. Ich freue mich schon so auf unsere Verabredung. War das gerade Elias? Ja, hast du gesehen, hat mich auf ein Date gefragt. Ganz ehrlich, Annabelle, ich erkenne dich kaum wieder. Aber was meinst du? So extrem habe ich mich doch gar nicht verändert. Hast du nicht mal in den Spiegel geschaut? Die alte Annabelle hätte niemals jemand gemobbt. Ja, aber du hast doch gesehen, was Cindy mir angetan hat. Sie hat mir mein Leben zur Hölle gemacht. Und das ist halt meine Rache. Also ich weiß nicht, ob man es dir schon gesagt hat, aber du bist immer mehr wie zu deiner Schwester. Und ich hätte gedacht, dass du niemals so werden willst wie sie. Aber dein Verhalten ist einfach sowas von nicht okay und ich bin echt enttäuscht. Aber niemand versteht mich. Sie ist einfach nur neidisch, weil der Klassenbeliebteste mit mir ausgehen will und weil ich jetzt Freunde habe und so schön bin. Oh, hey Leute, darf ich mich zu euch setzen? Aber nur, wenn es für euch okay ist. Oh, hey, Annabelle. Ja, sicher darfst du dich hier hinsetzen. Ja, aber natürlich kannst du dich hier hinsetzen. Wegen dir kennen wir jetzt Cindys wahres Gesicht. Oh, diese Schlange. Ganz ehrlich, Cindy hat nicht so tolle und wunderschöne Freunde wie euch verdient. Lecker Salat. Ihr seid einfach so wunderschön. Und du bist sowas von cool, auch wenn du ein bisschen arm bist. Boah, ich bin so durstig. Dich jetzt. Was soll ich nur machen? Oh, Annabelle, kann ich dir was zum Trinken bringen? Bitte, bitte, bitte. Oh, wenn's sein muss, aber bitte beeile dich. Ja, ich werde dir ganz schnell was bringen. Der Typ ist einfach so lächerlich. Er ist wie ein Hund. Ich hoffe, es gibt irgendwo noch Platz. Boah, was macht Cindy hier? Du stinkst. Ist es dein Mund oder ist es die Birne? Was macht die denn hier? Dass die sich überhaupt noch traut, in die Schule zu kommen? Komm, iss doch. Lass mich einfach in Ruhe. Sag mal, Annabelle, geht's noch? Cindy, warte. Oh, das werde ich dir nicht verzeihen. Du bist so gemein geworden. Cindy, warte doch bitte. Was willst du von mir? Hey, das war so gemein, was die gemacht haben. Ist alles okay bei dir? Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Als ob du dich Sorgen um mich machst. Du findest es wahrscheinlich witzig. Ich war mal so schön und jetzt macht sich jeder lustig über mich. Aber ich habe das verdient, weil ich so gemein zu denen war. Aber sie gehen schon ein bisschen zu weit. Also nein, das ging wirklich zu weit. Ich hätte nicht gedacht, dass Annabelle sowas macht. Aber ich begleite dich gerne zum Direktor. Nein, ich will einfach nur alleine sein. Und mein Hunger ist mir auch vergangen. Oh nein, Cindy, warte doch. Bitte geh nicht. Oh nein, die Arme. Was geht denn hier vor sich? Du weißt genau, was hier vor sich geht. Weißt du was? Cindy sieht ihren Fehler ein, aber du siehst nicht deine Fehler ein. Was ist bitte nur los mit dir? Du bist so grausam geworden. Oh nein, ich verstehe nicht, wieso Bianca so gemein zu mir ist.
Oh, sie ist wahrscheinlich sehr eifersüchtig, weil ich neue Freunde gefunden habe. Aber egal, ich habe ja bald mein Date mit Elias. Ich freue mich schon so. Was soll ich nur anziehen zu meinem Date mit Elias? Und denkt ihr, er wird mich heute küssen? Oh, hallo, Papa. Oh, hallo, Annabelle, du bist ja schon zu Hause. Oh, ich bin immer noch so wütend. Irgendwelche Leute haben deine Schwester in der Schule gemobbt und sie ist weinend nach Hause gekommen. Die Arme. Was? Cindy, oh nein, meine arme Schwester, ich geh mal nach ihr schauen. Lalalala. Oh, heute war so ein toller Schultag. Und dann habe ich noch eine Verabredung mit dem beliebtesten Typen an unserer Schule. Oh, vielleicht bin ich heute doch ein bisschen zu weit gegangen. Oh nein, ich glaube, ich werde mich bei ihr entschuldigen. Oh, mein Handy klingelt, wer ist das dann nur? Oh, es ist eine SMS vom Elias und er schreibt... Hey, ich bin es, Elias. Freue mich schon auf unser Date. Oh, ich muss ihm schnell antworten. Was soll ich nur antworten? Ich habe es mal einfach geschrieben. Oh, hallo, Elias. Ja, ich freue mich auch schon total auf unser Date. Das wird sicher voll romantisch. Ist das okay, was ich geschrieben habe, Toasties? Wow, er hat so schnell geantwortet. Er hat geschrieben, ich werde gegen 17.30 Uhr bei dir daheim sein. Dann können wir in den McDonald's gehen und Fett Cheeseburger essen gehen. Oh, er ist so ein Prinz. Okay, ich habe ihm jetzt einfach geantwortet. Ja, das klingt so romantisch. Ich liebe einen 6-fachen Cheeseburger mit 12 Scheiben Käse. Mm, ich freue mich schon so. Aber eines muss ich zugeben. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl. Es ist nicht toll, meine Schwester so traurig zu sehen. Vielleicht bin ich wirklich zu weit gegangen. Vielleicht sollte ich meine Verabredung absagen. Schau mal, wie es ihr geht. Hoffentlich geht es ihr schon ein bisschen besser. Oh nein, ich dachte, das wäre eine weinende, jauchzende Katze. Aber das ist hier Cindy. Schnell weg, bevor sie merkt, dass ich dort war. Vielleicht sollte ich nicht auf das Date gehen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach ein bisschen Buch lesen und werde mich dann entscheiden. Weil ich bin ja schon fast fertig mit meinem Lieblingsbuch Harry Potter und der stinkende Schuh des Waisens. Das ist so spannend, dieses Buch. Oh, nur noch ein paar Seiten und dann habe ich es schon. Wie viel Uhr ist es denn schon? Oh, oh nein, es ist schon 18 Uhr. Ich habe vergessen, Elias abzusagen, weil es ist einfach nicht okay, dass ich gehe, weil... Bianca hatte recht. Ich bin mittlerweile zu einer Person geworden und ich erkenne mich selber kaum wieder. Ich hoffe, Elias hat Verspätung und er ist noch nicht losgegangen. Oh nein, er schreibt gerade, dass er hier ist. Oh, ich muss ihn schnell aufhalten. Nicht, dass Cindy sieht, dass ich eine Verabredung mit ihm habe. Oh nein, und was macht Cindy bei Elias? Ich bin zu spät. Oh nein, das ist doch Elias mit Cindy. Und so wie es ausschaut, streiten sie sich gerade voll. Ich muss schnell hin. Oh Elias, wartest du etwa auf mich? Ich wusste doch, dass du mich liebst. Ey, von was redest du? Als Gott Gehirne verteilt hat, warst du wohl gerade in der Pommesbude. Aber Elias, wieso bist du sonst vor unsere Haustür gekommen? Ich dachte, du wolltest mich besuchen. Als ob ich dich jemals besuchen würde. Aber ich wäre doch fast deine Freundin geworden. Ah, ich wollte dich fragen, ob du meine Freundin sein willst. Aber das war noch bevor du das Pickelmonster geworden Elias, bist. Du tust mir Sei weh. Sei still. Aua. Sag mal, geht es dir noch gut? Was greifst du meine Schwester an? Oh, Annabelle, mein Schatz, komm, lass uns auf unser Date gehen. Ich gehe mal, ich will euch nicht mehr stören. Nein, Cindy, du störst nicht. Der Einzige, der stört, ist Elias mit seinem schlimmen Verhalten. Und wieso habe ich ein schlimmes Verhalten? Du hast sie heute auch in der Schule gemobbt. Falls es dir nicht aufgefallen ist, Cindy ist meine Schwester und niemand greift sie an und ist gemein zu mir. Außer ich, hast du mich gehört? Ich darf es, weil ich ihre Schwester bin. Aber wer bist du, dass du ihr sowas antun kannst? Ganz ehrlich, du bist genau gleich blöd wie Cindy. Und das ist dafür, dass du Cindy geschubst hast. Und das ist dafür, dass du sie geschlagen hast. Mama! Das geschieht dir mit Recht. Ist alles okay bei dir, Cindy? Ja, alles ist okay. Aber du hättest mich nicht beschützen müssen. Du musst nicht so nett sein. Ich weiß ja eh, dass du mich hasst, nachdem
all dem, was ich dir angetan habe. Es tut mir auch leid, was ich dir angetan habe mit Elias und in der Schule. Das war nicht okay von mir. Ich sehe es erst jetzt ein. Weißt du, mein ganzes Leben lang war ich einfach so neidisch, weil jeder gesagt hat, wie klug du bist. Und ich war halt nicht so klug. Und deshalb war ich so gemein zu dir. Was? Wirklich? Und ich dachte, dass du mich einfach nicht gerne hast. Ich war aber so neidisch, weil du so schön warst und ich war einfach so... Nein, Annabelle, das Problem war ja, dass du schön und klug bist und ich bin einfach nur schön. Danke, Cindy. Weißt du was? Von nun an, lass uns zusammenhalten. Ja, ich kann nicht glauben, dass all das einfach nur ein Missverständnis war. Ich frage mich, wieso ich nicht schon früh mit meiner Schwester geredet habe. Wahrscheinlich, weil ich einfach viel zu wütend war. Ich dachte nämlich immer, dass sie gemein zu mir ist, weil sie denkt, sie ist was Besseres. Aber es war das Gegenteil. Sie war einfach nur eingeschüchtert, weil sie dachte, ich bin klüger und schöner. Oh Mann, so ein blödes Missverständnis. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Ich und Cindy haben darüber geredet und wir kommen nun super gut miteinander aus. Und das Tolle ist sogar, wir gehen jetzt sogar in die gleiche Schule. Also wir gehen gemeinsam in die Schule. Darauf freue ich mich schon. Vor allem die Gesichter von den anderen zu sehen. Cindy, kommst du? Die Schule fängt gleich an. Oh ja, sorry, ich habe ein bisschen verschlafen. Komm, lass uns gemeinsam zur Schule gehen. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Lalalala. Das sind doch Annabelle und Cindy. Oh mein Gott, ich habe Angst, Mama. Was machen die gemeinsam hier? Hey Leute, sorry, ich muss weggehen. Ich mach mir gleich in die Hose. Cindy, hast du Elias Gesicht gesehen? Ja, hab ich. Leute, ist das ein schlechter Traum? Ich glaube, wir träumen, weil was machen die gemeinsam hier? Okay, ich kann das schaffen. Hallo Yvonne und Melissa. Ich wollte mich entschuldigen. Das, was ich gemacht habe, war nicht okay. Ich war einfach nur neidisch, dass ihr aus so reichem Hause kommt. Ganz ehrlich, wo ist der Bus mit den Leuten, wo deine Meinung interessiert? Ich erwarte mir nicht, dass ihr mir verzeiht, aber ich wollte einfach nur, dass ihr wisst, wie leid es mir tut und dass mein Verhalten falsch war. Und vielleicht eines Tages könnt ihr mir ja verzeihen. Also ich lasse euch dann wieder mal. Habt einen guten Tag. Tschüss. Oh, schau mal, Bianca ist ja da. Ich lasse euch mal alleine, ihr habt sicher viel zu besprechen. Hi, Bianca, wie geht es dir heute? Oh, hi, Cindy. Ich muss los, viel Spaß, tschüss. Sag mal, was geht denn hier vor sich? Naja, ich und Cindy konnten unsere Differenzen zur Seite legen und haben uns versöhnt. Aber du hattest recht, Bianca. Ich bin echt zu einem Menschen geworden, zu dem ich nicht werden wollte. Ich war so gemein. Weißt du was? Für mich zählt nur eines, und zwar endlich habe ich meine beste Freundin zurück. Ich weiß, ich war nicht so eine gute Freundin zu dir die letzten paar Monate, aber weißt du was, ich werde dich zu einem Dörröm einladen. Ja, das klingt lecker. 7 Jahre später. Hi Leute, ich bin's, Bianca. Oh wow, könnt ihr euch vorstellen, dass 7 Jahre schon vergangen sind? Ratet mal, was mein Beruf ist. Ding, 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 richtig geraten. Ich habe meinen eigenen Laden aufgemacht, und zwar einen Snowboard-Laden, wo ich nur Skisachen verkaufe. So cool. Und Snowboards verkaufe ich auch, weil viele gehen gerne skaten im Winter. Und Annabelle und Cindy sind natürlich immer noch meine beste Freundinnen. Oh wow, ich habe erst aufgemacht und so viele Leute sind schon hier. Eine Torte für mich, bitte. Kommt sofort. Eine leckere Erdbeertorte für Sie. Dankeschön, meine Frau wird sich so freuen. Das ist einfach das Beste. Am liebsten würde ich den ganzen Laden kaufen. Ich auch. Ich liebe deine Kuchen, Cindy. So lecker. Hey Leute, ihr seid einfach so lieb. Dankeschön. Keine Sorge, jeder wird ein Stück Kuchen von meinem neuen Laden bekommen. Ich wollte ja eigentlich immer Model werden, weil ich dachte, alles, was ich kann, ist einfach nur schön sein. Aber ganz ehrlich, Schönheit ist mir mittlerweile sowas von egal, weil ich liebe es zu backen. Das ist einfach mein neuestes Hobby. Oh, ich darf ja meine Schwester nicht vergessen. Ich muss ihr noch ein Stück Kuchen bringen. Oh, hallo Toasties, wie geht es euch? Mittlerweile sind ja 7 Jahre vergangen. Könnt ihr euch vorstellen, dass schon so viel Zeit vergangen ist? Ich und meine Schwester sind Besties geworden. Wir hängen jeden Tag noch miteinander ab. Und mit Bianca natürlich
euch auch. Und ich muss euch was ganz Tolles erzählen. Und zwar bin ich jetzt eine Stylistin. Ich bin die Designerin für Mirabelle, das Topmodel. Oh, sie ist so wunderschön und ich mache all ihre Kleider. Warte, ich zeige euch mal ein paar Magazine für Fotoshootings, die wir hatten, wo ich das Kleid genäht habe. Schaut mal, wie gefällt euch dieses Magazin? Da habe ich die Hose und das Top genäht. Und das ist einer meiner Lieblingsoutfits, die ich geschneidert habe für Mirabelle. Und das war auch noch so ein tolles Outfit. Ich liebe meinen Job einfach so sehr. Und das Tollste ist, ich bekomme jeden Nachmittag einen Kuchen von meiner lieben Schwester geliefert. Sie ist einfach die bekannteste Bäckerin jetzt in unserer Stadt. Hallo, ich bin hier. Hat jemand Kuchen bestellt? Oh, Cindy, Schwesterherz, lecker. Dankeschön. Ich habe deinen Lieblingskuchen dir heute mitgebracht. Okay, ich muss dann wieder los. Ich eröffne ja meine zweite Bäckerei. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Bis später dann. Ja, super. Bis später dann. Ich freue mich. Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat die Story gefallen und falls ihr Vorschläge für die nächste Story habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es in den Kommentaren schreiben würdet. Und ihr wisst doch jetzt, was kommt. Und zwar grüßen wir unsere Superfans. Die superliebe Leylas Bastelwelt schreibt: Hallo Tokatos, ich liebe eure Videos so krass, ihr seid die besten YouTuber der Welt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich grüßen würdet, eure Leyla. Leyla, danke schön für deinen lieben Kommentar. Und dann haben wir die liebe Sophie. Sie schreibt: Hi Tokatos, du bist meine Lieblings-YouTuberin. Du bist so cool und lustig. Und ich habe bald Geburtstag. Oh, alles Gute zum Geburtstag, Sophie. Ich hoffe, du hattest einen tollen Geburtstag oder du wirst einen tollen Geburtstag haben. Und als nächstes grüßen wir die superliebe Toka Perry. Dankeschön, dass du uns abonniert hast und sogar die Glocke aktiviert hast. Das bedeutet uns so viel. Und Dankeschön auch an dich, Vanessas Welt. Vanessa schreibt: Hi Tokatos, ich finde, das ist so cool, die Story. Tut mir leid, dass ich es jetzt anschaue wegen Schule. Naja, Schule geht vor, das verstehe ich total. Wir haben dich lieb, Vanessa. Und zu guter Letzt haben wir die superliebe Amelia. Voll den schönen Namen hast du und voll toll, dass dir das Video gefallen hat. Und falls ihr auch in einem Video erwähnt werden wollt, wie all unsere Superfans hier, dann müsst ihr einfach nur einen lieben Kommentar hinterlassen und mit etwas Glück seid ihr in der nächsten Episode dabei. Wir haben euch lieb. Tschüss.